gleichzeitig auch als Sinologe so für Gedanken und Einsichten hatte, mit Tai Chi-Begeisterten teilen kann. Bevor ich jetzt mal so eine vertiefte Einleitung einsteige, wäre noch eine Frage oder auch eine Bitte. Das ist eigentlich das Umgekehrte, was wir eben hatten. Wenn jemand nachher beim Vortrag nicht gefilmt werden will, sollte er sich vielleicht ausschalten. Umgekehrt wäre meine Frage oder Bitte an die, deren Kamera noch nicht an ist, wenn es nicht dringende Gründe dafür gibt, dass die sich auch einschalten, weil ich finde das dann ganz schön, wenn man so auch visuell so sozusagen auf einer Ebene gemeinsam sozusagen miteinander in Resonanz treten kann. Also wenn das irgendwie geht, würde ich alle ja, bitten, sich einzuschalten. Wunderbar, danke. Ich habe jetzt auch schon im Vorgespräch mit der Frau Möller geklärt gehabt, dass ich nichts voraussetzen will, weil die sozusagen überhaupt die Themen, die Hintergründe, die Texte in der chinesischen Philosophie an sich ein Riesenbatzen sind. Ich gehe aber davon aus oder vermute mal oder frage einfach mal kurz in die Runde, dass der eine oder andere sich schon auch mit taoistischen Texten und Themen beschäftigt hat oder konfuzianischen. Würde da einfach kurz mal um eine kleine Handmeldung bitten, wenn jemand sagt, aha, da hat er diesen oder jenen Text schon mal intensiv gelesen. Ah ja, das ist so super, genau. Also wo ich mir denke, jeder will ja dann doch mal so ein bisschen vielleicht mal Lao-Tzu lesen oder ins Buch der Wandlungen reingucken oder, egal wie intensiv, wie tief man da einsteigt. Und es ist auch so meine Erfahrung, das ist auch der Grund, warum ich zeige es mal in der vorletzten Auflage, was heute so ein bisschen den roten Faden, also ein rotes Buch, das den roten Faden hier unserer Veranstaltung bilden soll. Ein Buch, das jetzt in der vierten Auflage 2018 erschienen ist. Das ist die dritte Auflage von 2009. Mit den passenden Schuhen vergisst man die Füße, ein Zhuangzi-Lesebuch. Das ist ein Versuch, sozusagen, der schon jetzt auch längere Zeit sozusagen mich beschäftigt, diese Texte so der taoistischen Philosophie sozusagen so aufzubereiten, so vorzustellen, dass es sowohl sinologisch wie philosophisch, wie aber auch für Übende einfach interessant und anregend ist, sich damit zu beschäftigen und dann einfach zu verstehen, dass die vielen Übungswege, die wir in China seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden sozusagen studieren können, alle eigentlich auch einen geistigen Hintergrund haben, einer geistigen Welt Ausdruck geben. Und wo es, glaube ich, einfach ganz interessant ist, aha, was sind das für Grundgedanken, Grundkonzepte in dieser Welt, die wir dann, je nachdem, wo und wie wir in der Tai Chi-Praxis unterwegs sind oder Qigong-Praxis, ja auch bestenfalls immer wieder im eigenen Körper, in der eigenen Übung, im eigenen täglichen Leben, in dem die Übung dann praktisch spürbar wird, einfach auch erfahren, umsetzen, abgleichen können. Also das sind so ganz grob so die Rahmen, in denen ich mich seit 3 Jahrzehnten bewege und wo ich eigentlich ja, sehr viel Gutes erlebt habe und sehr viel Interessantes auch entdeckt habe. Vielleicht ganz, ganz, ganz kurz, ganz oberflächlich ein paar Gedanken zur Einleitung. Die meisten von Ihnen werden das schon mal gehört haben. Und wenn das so ist, dann bitte ich nicht gleich wegzuhören. Vielleicht ist ja dann doch noch was dabei oder daneben, was vielleicht dann doch nochmal einen neuen Aspekt gibt. Was mir erstmal ganz
wichtig und natürlich auch schwierig im Überblick. Es gibt bis heute auf Deutsch zumindest nichts, was ich da empfehlen könnte, was man da jetzt mal so einfach mal durchlesen könnte, dass man Überblick hätte über die philosophischen Grundlagen der Tai-Chi-Praxis. Auf Englisch wüsste ich ein paar Titel. In China gibt es natürlich sehr viel, aber in Deutsch wüsste ich überhaupt nichts, was man da nehmen könnte. Und ich glaube, das Problem ist, damit wollte ich jetzt einfach so ein paar Orientierungspunkte setzen, dass die Tai-Chi-Praxis einfach sehr viele verschiedene Wurzeln hat, so wie ich das bis heute beurteilen kann. Ganz, ganz zu Beginn in der chinesischen Kulturgeschichte haben wir, was dann sehr viele Wirkungen auf spätere Entwicklungen hatte, ein sehr reichhaltiges Leben und eine sehr reichhaltige Szene, wenn man so will, schamanischer Wege, die wir noch in den meisten Tai-Chi- und Qigong-Formen ganz schnell dadurch oder daran wiedererkennen können, dass wir sehr schnell mit irgendwelchen Tieren zu tun haben, sei es dem Kranich oder dem Tiger oder dem Bären oder weiß der Geier, sozusagen die ganze Tierwelt ist eigentlich, oder frühchinesische Tierwelt ist in den Namen der Formen, die wir üben, ja versammelt. Das hat sehr, sehr alte Wurzeln. Da kann man sich so ganz grob so den Zeitraum von 10 bis 3000 vor Christus vorstellen, als sozusagen Hintergrund dieser Namen. Das hat sich dann ungefähr ab dem Jahr 1000 vor Christus etwas ausdifferenziert in das, was wir dann später daoistische, konfuzianische, naturphilosophische Denkbewegungen nennen. Später kamen zur Entwicklung der Praxis auch auf jeden Fall noch buddhistische Techniken aus Indien dazu. Und so haben wir, und sowieso im Hintergrund ganz stark natürlich die chinesische Medizin, dann die Erfahrung der Kampfkünste. Tai Chi als Kampfkunst ist da natürlich auch von Anfang an ganz stark mit dem Thema Kampf, also Kung Fu, Energie im Sinne Energiezentrierung, um Kämpfe zu bewältigen, kampftüchtig zu werden. Auch das spielt eine große Rolle. Also ein, um sozusagen ein riesen Tutti Frutti an ganz verschiedenen Momenten, die hier in einer ziemlich einzigartigen Synthese zusammenkommen. Es ist aber auch relativ klar, dass die daoistischen Texte, die wiederum diesem schamanischen Erbe besonders verpflichtet sind, eigentlich in der Regel am deutlichsten, am intensivsten, die sozusagen den geistigen Raum gebildet haben, in der Zeit sozusagen vor der Gründung des Kaiserreichs, also vor 221 vor Christus bis so ins 15., 16. Jahrhundert, hauptsächlich die vielen verschiedenen Qigong-Wege sich entwickelt haben, was insofern auch wieder logisch ist, als dass viele Texte, die wir bei Laozi oder eben auch bei Zhuangzi finden, ganz unmittelbar aus Übungskontexten heraus entstanden sind. Also man findet viele Formulierungen, viele Gedanken, die wir auch heute noch dann im Unterricht oder in der Lektüre wiederfinden, die direkt in den Texten sozusagen drinstehen. Und daraus kann man ganz einfach schließen, die Menschen, die diese Texte verfasst haben, haben selber auch geübt, kannten also das, was wir heute Pflege des Lebens, Yang Sheng, oder die Arbeit am Qi, Qigong, oder was wir heute ja auch kennen, das war für die sozusagen ihr täglich Brot. Und das ist auch so der Grund, warum ich denke, dass es jetzt ganz gut ist. Man könnte auch viel aus anderen sozusagen Richtungen heraus, auch aus konfuzianischer Richtung könnte man auch viel sagen, aber ich glaube, mit etwas Daoistischem anzufangen zu dem Thema philosophische Grundlagen des Tai Chi ist auf jeden Fall ein ganz guter Einstieg. Jetzt möchte ich noch zwei, drei Sätze zu Zhuangzi selbst sagen. Den habe ich auch, obwohl ich schon ziemlich lange mich mit Sinologie beschäftigt hatte, für mich auch erst eigentlich nach meinem Studium wirklich entdeckt. Er hat mittlerweile
als ein Text, der sozusagen reichste und vielfältigste daoistische Text ist, vor allem im französischen und angloamerikanischen Bereich eine richtige sozusagen Karriere gestartet. Also wenn Sie im Amazon France googeln, da werden Sie locker 30, 40 sehr, sehr gute Darstellungen oder Übersetzungen zu Zhuangzi zu finden. In Amerika sind es locker mal 5-mal mehr noch. In Deutschland hat eine Gesamtübersetzung erst 2017 mit diesem Werk stattgefunden. Da können Sie mal schätzen, wie viele Seiten das ungefähr hat. Also in Leipzig von Viktor Kalinke herausgegeben worden auf 1000 Seiten. Das ist der gesamte Text, können Sie sich vorstellen. Das braucht man einige Zeit, sollte man dann, wenn man auf seiner einsamen Insel strandet, wie Robinson Crusoe, genau dieses Buch dabei haben. Da hat man dann genug zu lesen. Ich habe daraus beginnend 2003 bis heute sozusagen kleine Abschnitte ausgewählt, weil hier der Übersetzungsteil eher sehr schmal ist im Vergleich zu diesem dicken Werk, weil ich eben versucht habe, möglichst viel an erklärenden Kommentaren, also chinesischer Kommentatoren und auch eigene dazu zu schreiben, sodass einfach der Leser eine Brücke gebaut bekommt und einfach dann mit diesen Texten, die manchmal ohne Vorbildung nicht leicht zu genießen sind, so wirklich das Gefühl hat, ja, ich kann da wirklich gut einsteigen. Zhuangzi selbst ist aber auch, vielleicht das noch, obwohl das oft so behauptet wird, nicht das Werk eines Autors, genauso wenig wie der Laozi, sondern das ist das eher das Werk einer Bewegung. Wir würden heute sagen, wenn 50 Leute von Fridays for Future irgendwie zusammen einen Blog schreiben, dann nennen sie das FF sozusagen. Und das ist mehr eine Chiffre. Zhuangzi übersetzt, merkt man auch, das ist wie Laozi auch eine Chiffre, heißt einfach das Runde oder der Runde. Und das Runde braucht man jetzt einem Tai Chi-Adepten, glaube ich, nicht zu erklären. Das ist das Symbol par excellence für den Kosmos, für die Einheit von Yin und Yang. Das sind viele wiederum auch schamanistisch geprägte literarische Texte, Anekdoten, Berichte, aber auch sehr raffinierte philosophische Spekulationen im Umgang mit diesem schamanistischen Wissen, sozusagen wie in einem großen Becken zusammengeflossen. Und so haben wir auch im Zhuangzi ja im Grunde schon was sehr Vielgestaltiges. Also das ist unmöglich, da zu sagen, da gibt es einen ganz klaren, einfachen roten Faden. Da sind ganz viele Fäden auch miteinander verwoben. Ja. So viel erstmal so ganz Grundlegendes, und falls da jetzt direkt zu dem, was ich jetzt gesagt habe, bevor ich jetzt mehr auch in so eine Textlektüre einsteige, Fragen sind, bitte ich alle zu fragen. Also keine Diskussion, die haben wir für später geplant. Es geht mir jetzt darum, wenn jemand irgendwie Verständnisfragen hat oder das habe ich nicht genau verstanden, vielleicht so in diesem Sinne. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann werde ich jetzt einfach so mich erstmal nochmal dem Titel des Buches, den ich gewählt hatte, ist ein Zhuangzi-Zitat. Und um sozusagen einen Einstieg in das Buch zu finden, möchte ich gerne das Zitat in dem Zusammenhang vorstellen, aus dem es stammt, dass Sie so vielleicht schon mal so eine ganz erste grobe Annäherung an den Stil haben und an den sozusagen Geschmack, den man beim Lesen dieser Texte entwickeln kann. Ich lese einfach jetzt mal die ganze Passage. Ganz langsam, ich habe sie Ihnen leider, das tut mir auch leid, das kann ich aber auch gerne noch danach rechnen, nicht auf das Paper praktisch drauf
kopiert, den ich hatte Frau Möller gebeten zu verteilen. Aber ich denke, diese Passage ist relativ einfach, hoffe ich zumindest, und kann ich auch, wie gesagt, gerne noch nachreichen. Also das Zitat lautet folgendermaßen: Mit den passenden Schuhen vergisst man die Füße. Mit dem passenden Gürtel vergisst man die Hüfte. Mit dem passenden Herzen vergisst das Erkennen richtig und falsch. Wenn man in passender Weise mit den Situationen umzugehen vermag, in die man gerät, dann kommt das daher, dass man innerlich nicht mehr wankelmütig ist und sich nicht mehr nach dem Äußeren richtet. Wenn man von vornherein in passender Weise mit den Situationen umzugehen vermag, dann hat man vergessen, das Passende als Passendes zu empfinden. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt vom akustischen Hören her ausgereicht hat. Ich kann es gerne noch mal lesen. Ich möchte Sie hier nicht sozusagen überfordern mit sehr vielleicht dann doch komplexen Dingen. Wie ist so Ihr Eindruck? Mit den passenden Schuhen, ich gebe Ihnen, das erleichtert vielleicht sogar noch das Hören, auch noch eine ganz kleine, also wirklich eine ganz kleine, sozusagen Hören, die lautet: Haben Sie, entdecken Sie, können Sie in dem, was hier in dem Text vermutlich gemeint ist, schon erste, Anklänge oder Resonanzen zur Tai Chi-Praxis entdecken? Das wäre jetzt so die Frage, die ich verbinde. Hören Sie es vielleicht auch mit diesem Fokus, dann ist es vielleicht sogar noch leichter zu hören. Mit den passenden Schuhen vergisst man die Füße. Mit dem passenden Gürtel vergisst man die Hüfte. Mit dem passenden Herzen vergisst das Erkennen richtig und falsch. Wenn man in passender Weise mit den Situationen umzugehen vermag, in die man gerät, dann kommt das daher, dass man innerlich nicht mehr wankelmütig ist und sich nicht mehr nach dem Äußeren richtet. Wenn man von vornherein in passender Weise mit den Situationen umzugehen vermag, dann hat man vergessen, das Passende als Passendes zu empfinden. Also ich empfinde das als so eine gewisse Wertfreiheit halt. Also wenn man sich von gewissen, vorgefertigten Meinungen löst und eben dieses richtig und falsch aufgibt und sich darauf einlässt, dann ist es so richtig, wie es fließt, oder? Es gibt in dem Text noch viel sozusagen einfachere, konkretere Themen. Ich sage mal nicht direkt Aussagen oder Prinzipien, das wäre zu viel, aber Themen, die eigentlich direkt auf Erfahrungen auch hinweisen, die, denke ich, jeder, der länger in der Praxis auch ist, macht. Einfach so ein bisschen so ein Ratespiel, so ein Puzzlespiel. Versuchen Sie es mal ganz locker. Oder versuchen Sie vielleicht mal kurz, nur ein, zwei Minuten, wir wollen das hier nicht vertiefen, wir haben noch einen längeren Text, der das noch viel, viel ausführlicher bringt. Aber versuchen Sie einfach mal ganz kurz für sich vielleicht nochmal zusammenzufassen, was waren denn die Begriffe oder die Bilder in diesen paar Zeilen? Worum ging es denn? Also es ging halt tatsächlich auch, ich sag mal, die passenden Schuhe zu finden. Auch bequem zu sein, dass sie bequem sind und Halt auch drin finden in den Schuhen. Die meisten Leute besitzen Schuhe, die passen, aber die haben keinen richtigen Halt drin. Ein Gürtel anzuziehen ist auch wichtig halt, aber man darf den Gürtel nicht spüren, weil in dem Moment würde die Bewegung eingeschränkt werden, wenn ich vom Gürtel eingeengt werde.
Ja. Und somit werde ich halt auch eins mit der Sache. Ja, super. Das heißt, wir beginnen, oder dieser Text beginnt im Grunde von den Füßen her. Und ich brauche, glaube ich, hier niemandem erklären, dass jede gute Übung von den Füßen her aufgebaut wird und beginnt. Und dann ab der Hüfte kommt sozusagen der, jetzt in diesem Text, ich möchte also jetzt die Parallelen nicht zu sehr forcieren, aber ab der Hüfte kommt dann der Wendepunkt oder der Umschlag. Das ist vielleicht so ein bisschen nicht so ganz klar, was da gemeint sein könnte. Ich habe hier in der Übersetzung das Herz, aber das Herz ist immer im Chinesischen auch sozusagen das spirituelle Zentrum, ja, der Herzgeist, der Ort, sozusagen, wo unsere Wahrnehmung, unsere Bewertungen, unsere ganze sozusagen geistige Mitverfolgung und unsere geistige Prozesse sozusagen wahrgenommen werden. Und das ist eigentlich hier in diesen paar Zeilen schon, finde ich, sehr schön, genial auf den Punkt gebracht, bei aller Kürze. Das ist sozusagen ein nahtloser Übergang von einer körperlichen in eine geistige Dimension. Und beide sind, das ist jetzt allein in diesem Text vielleicht ein bisschen schwierig rauszulesen, das müsste man noch andere, ich lese Ihnen gleich noch einen anderen kurz vor, wo es auch um die Füße geht. Diese beiden sind, und das ist sehr typisch für daoistisches Denken, völlig untrennbar. Also man würde jetzt gerade im Kontext dieser Philosophie nicht sagen, das ist ja nur der Körper und das ist der Geist, sondern es ist immer eigentlich beides. Ja, und das brauche ich, glaube ich, auch nicht zu betonen, wie wichtig das ist, für die gerade langjährige Praxis immer wieder zu erleben, wie schnell der Geist durch körperliche Praxis sozusagen in einen besseren oder umgekehrt bei fehlender Praxis oder auch falscher Praxis, gibt es auch viele Varianten, in ziemliche schwierige Abgründe gesteuert werden kann. Also dass da diese unendlich subtile Zusammenhang, Wechselspiel von Körper und Geist ist, das finde ich, kommt hier gut zum Ausdruck. Und für mich besonders schön, auch was jetzt meine eigene Tai-Chi-Erfahrung betrifft, der letzte Satz: Wenn man von vornherein in passender Weise mit den Situationen umzugehen vermag, dann hat man vergessen, das Passende als Passendes zu empfinden. Ich weiß jetzt nicht, wie oft Sie das erleben. Ich erlebe es leider nicht täglich, aber doch mindestens 2-3 Mal im Monat, dass ich dann doch einen Durchlauf durch die Tai-Chi-Form habe, wo ich tatsächlich in der Form gar nicht mehr als ich etwas mache, ja, wo ich einfach vergesse, alles vergesse, wo ich einfach nur da bin. Und das ist unglaublich, brauche ich auch nicht erklären, erfrischend. Hinterher habe ich so das Gefühl, ja, es ist wie so ein Bad in so einer besonderen, wunderbaren Lösung mit lauten frischen Kräutern und ein bisschen Champagner dabei. Also es ist ein fantastisches Gefühl von Erneuerung, von Frische, die sich dann einstellen kann. Das entspricht so der Philosophie des Wu Wei, ein Tun im Nichtstun, also zumindest auch das, was Sie zum Schluss beschrieben haben. Ich fühle mich nicht als derjenige, der etwas tut. Ja, genau. Es ist natürlich immer dieses Thema, ja, wie dieses Wu Wei, genau, aber eben immer wieder die Frage, ja, welche Worte finden wir dafür, erstmal, wenn wir das tatsächlich erleben? Und zweitens mal natürlich auch, finde ich das immer wieder, auch nach 20 Jahren, die ich jetzt selber auch Tai Chi unterrichte, ganz schön herausfordernd, ist auch, ja, sozusagen darüber überhaupt zu reden, dass auch Schüler oder andere oder Interessenten ahnen, worum es überhaupt geht. Ich finde das sprachlich eine enorme Aufgabe. Also auch nach 20 Jahren, wo ich auch nicht immer genau weiß, was da jetzt richtig ist. Ja, jetzt hatte sich noch Philipp gemeldet. Also ich stelle mir gerade in dem Moment die Frage, wo Sie das erklärt hatten, auch, dass Sie
also nicht immer schon mal dieses Erleben haben, dass das einfach so fließt. Die Frage ist, muss ich das eigentlich erklären oder kann ich dem Gegenüber sagen, also musst du selber erleben? Ich weiß nicht, ob man immer alles erklären muss. Nein, das muss man nicht, das kann man ja letztlich auch nicht. Es ist aber, finde ich, schon sehr hilfreich, deswegen gibt es ja auch diese Texte, wenn man sozusagen Erfahrungsberichte liest oder bestenfalls sogar von seinem eigenen Lehrer hört, die einem sowas wie so eine Orientierung geben, da könnte es hingehen. Das kannst du auch erleben. Ja, verstehen Sie, das finde ich einfach, ist sehr motivierend, wenn ich weiß, okay, denn es kann schon, das brauche ich auch niemandem zu erzählen, es kann manchmal entsetzlich öde sein, Jahr für Jahr Tai Chi zu üben, von mir aus jeden Morgen eine halbe Stunde und eigentlich 3 Jahre merkst du gar nichts. Also mir ist es so zumindest am Anfang gegangen, 0. Und im 4. Jahr mal ein bisschen, dann ist wieder ein Jahr weg und so. Und dann aber immer wieder zu hören, ja, wie fühlt es sich denn an oder was könnten denn sozusagen so eine Art Vorboten sein von diesem Fließen? Okay. Wenn da jemand gute Worte und Bilder findet, finde ich das einfach sehr hilfreich. Ja. Nicht, dass das ersetzen kann, aber wie so eine Art, im Straßenverkehr hat man ja auch diese Richtungshinweise, dass man sagt, da geht es nach Paris und da geht es nach Bonn, dass man so ungefähr weiß, aha, so die Richtung könnte dort sein. Jetzt hatte sich noch Claudia gemeldet, ja? Ja, ich gebe mal das Wort weiter hier an den Ulf. Hallo. Also ich mache seit vielen Jahren Shaolin-Kung-Fu und ich war auch im Kloster bei den Shaolin-Mönchen in China. Was ich als sehr interessante Parallelität jetzt gerade bei Ihrem Vortrag oder bei dem Text empfunden habe, ist, dass die Meister erstmal lernen, nur auf die Füße zu achten. Immer nur auf die Füße zu achten. Dann lernt man den Rest des Körpers kennen und auf einmal beginnt dann irgendwie der Geist anzufließen und dann passiert genau das, was Sie sagen. Man macht eine Form oder man und man weiß am Schluss gar nicht mehr, was man eigentlich gemacht hat. Und man hat so ein Empfinden von einer unheimlichen, vollkommenen Zufriedenheit. Ja. Das, genau. Ne, und das ist eigentlich auch das, was der letzte Satz aussagt. Man ist im Tun in einer unglaublichen Zufriedenheit. Ja, ist richtig. Ja, danke. Und das ist eigentlich bestätigt nochmal, dass eben solche Bilder tatsächlich unglaublich hilfreich sind. Erstmal sind sie sehr alt. Dieser Text sind 2300 Jahre alt. Also alles nichts Neues, wenn man so will. Es ist same procedure as every year, seit Jahrtausenden. Aber dann mit solchen Texten im Kontakt zu sein, gibt mir auch immer wieder ein ganz großes Gefühl von Geborgenheit oder auch von Bestätigung zu sagen, ja genau, wenn du dahin kommst, dann bist du dann eigentlich schon mal auf einem ganz guten Pfad und da lohnt es sich auch weiterzumachen. Jetzt, ja? Ja, okay, da gebe ich auch nochmal ein Feedback zu. Ich mache seit meinem 8. Lebensjahr halt Kampfkunst. Ich habe Judo gemacht, ich habe Karate gemacht, ich habe Blanken-Kung-Fu gemacht und so weiter und so weiter. Und bin dann halt zum Tai Chi gekommen. Ja? Und ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf Kämpfen gehabt. Verteidigen kann ich mich, sage ich mal. Ich wollte mal was anderes lernen. Dann habe ich natürlich später erfahren, dass es eine Kampfkunst ist. Das hat mich schon mal überrascht erstmal. Aber was ich da gemacht habe, habe ich erstmal überhaupt nicht verstanden. Und da echt die ersten 3 Jahre, ich habe es gemacht, da war was, was mich angezogen hat, aber ich habe es nicht verstanden. Ja, ich habe mich ja teilweise auch geschämt, manchmal da nur so im Qigong zu stehen. Ja, weil wenn man aus der Kampfkunst steht und steht da irgendwie so ein bisschen, da denkt man auch, man hat sie nicht mehr alle. Ja. Nach und nach habe ich die Sachen natürlich verstanden. Ja, und diese Kraft zu entwickeln, und das habe ich wirklich auch getestet und auch einmal erlebt, dass das wirklich auch funktioniert hat, ist wirklich so, man weiß nicht mehr, was man tut, aber man fängt von den Füßen an. Und man ist immer gewohnt, dass die Hände zuerst machen, aber das stimmt nicht. Ja, weil unten der Körper, der Geist und die Hände kommen erst ganz zum Schluss, wenn überhaupt. Ja. Und das ist halt schon echt eine interessante Sache. Also umso mehr man sich öffnet, umso mehr man, ich bin jetzt kein Esoterik-Freak, ich habe die Leute sogar früher gehasst, ich habe immer gesagt, diese Räucherstäbchen-Typen, aber umso mehr man sich damit befasst, ja, umso mehr muss ich wieder
mich verbeugen und zu sagen, okay, da ist wirklich was dran. Ja, aber man braucht eine gewisse Zeit, und ich bin jetzt 30 Jahre gut dabei, wo ich echt sage, okay, so langsam habe ich eine, ich will nicht sagen, dass ich es kann, ja, ich habe eine Ahnung vielleicht, wo es hingeht. Ja, wunderbar, genau. Und das ist eigentlich das, was ich eigentlich auch sozusagen, was mich sehr freut, das zu hören, und was ich eigentlich auch sozusagen mit diesen Texten so oder der ersten Hinführung gerne Ihnen mitteilen will, dass diese Erfahrungen eben, wie ich sagte, uralt sind und immer wieder Menschen um Bilder, um Metaphern, um ja auch geistige sozusagen Formulierungen gerungen haben, wie sie diese Erfahrung der Nachwelt mitteilen können. Und ich finde es einfach aus ganz vielen Gründen sehr hilfreich. Aber ich glaube, das ist klar geworden. Jetzt nur noch zum Thema Fuß ein ganz kurzes Zitat, das ich jetzt nicht weiter diskutieren will, denn wir haben noch einen größeren Text, der mir auch wichtig ist, dass wir den einfach auch ein bisschen kennenlernen. Aber nur ein ganz kurzes Zitat, der für mich, als ich es gefunden habe, auch wunderbar diese geistig-irdische, ja, wechselseitige Durchdringung von Yin und Yang, das sozusagen auch das Tai-Chi-Symbol darstellt, wunderbar ausdrückt, in Zhuangzi-Stil, aber auch so, glaube ich, dass man es sofort verstehen kann. Ein kurzes Zitat noch. Der Fleck Erde, den ein Fuß braucht, ist klein. Obwohl er klein ist, können wir uns auf die Erde verlassen, die wir noch nicht betreten haben, und gut weitergehen. Das, was der Mensch weiß, ist wenig. Und obwohl es wenig ist, kann er sich auf das, was er noch nicht weiß, verlassen und erkennen, was als Himmel bezeichnet wird. Ja, auch das kann ich gerne später nochmal als Zitat nachreichen. Das passt, glaube ich, auch sehr schön zu diesem sozusagen. Ja, Himmel und Erde, jeder, der lange dabei ist, weiß, was das für ein Mysterium ist, da immer wieder sozusagen die Verbindung mit dem eigenen Körper zu erfahren und zu vertiefen. Jetzt möchte ich einfach, weil das so der Hauptjob ist, den ich mir sozusagen für den Vortrag oder das Vortragsgespräch vorgenommen hatte, einen etwas längeren Text, der in China eine auch große, große, lange Geschichte hat. Die Geschichte, die eben auch aus dem Buch Zhuangzi kommt, vom Koch Ding, die ganz, ja, auch so, eigentlich so viel Inhalt hat, dass wir locker so bis nachts um 12 hier, glaube ich, sitzen könnten und aus dem Staunen nicht rauskämen, was da alles für verschiedene Bedeutungsebenen und auch vielleicht sogar Parallelen zur Übungspraxis drinstecken. Ich glaube, deswegen muss ich einfach auch sagen, wir können da auch manches erstmal nur antippen, aber zur weiteren Lektüre lade ich Sie natürlich herzlich ein, oder vielleicht, falls später dann noch Fragen sind, kann man die auch vielleicht per E-Mail klären. Vielleicht noch, bevor wir jetzt in den Text einsteigen, erzähle ich Ihnen in 5 Sätzen eine kurze Geschichte, die mich ganz live und ganz real überrascht hat, als ich in Taipeh vor 20 Jahren eine Professur hatte für deutsche Kultur und Sprache. Hat mich die Sekretärin in mein Büro geführt, in einem sehr schönen, traditionell chinesischen, sozusagen mehrstöckigen Haus. Und war nichts jetzt als Haus nichts Besonderes, aber eben so, dachte ich, ja, toll, eigenes Büro mit einem schönen Blick auf den Garten, alles perfekt. Und neben meinem Büro war ein großer Raum mit großen Innenfenstern, also Fenstern zum Gang hin, was mehrere Räume auch hatten. Das war das Sekretariat für Sinologie. Ja, also ich war für deutsche Kultur, aber mein Büro lag ein paar Türen neben diesem Sekretariat für Sinologie. Und in diesen Fenstern hingen lauter Schwerter und Messer. Und da, ich weiß nicht, Sie haben sicherlich auch Unis mal in Deutschland betreten, ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können,
Sie laufen irgendwo in einem Fachbereich für Romanistik oder Betriebswirtschaft oder was weiß ich, irgendwas und sehen plötzlich einen Raum, das voller Messer hängt. Was würden Sie denn dann denken? Ich glaube, das würde Sie auch sehr verwundern. Und ich habe dann auch die Sekretärin, die mir mein Büro gezeigt hat, doch ziemlich erstaunt gefragt, wieso denn da lauter Schwerter und Messer dann im Sekretariat hängen. Und dann fragte sie mich, sie erklärte gar nicht viel, sie fragte mich nur, und dann wusste ich schon Bescheid, ob ich denn nicht die Geschichte vom Koch Ding kennen würde. Und dann habe ich gesagt, ja klar, gut. Und deswegen müssen dann eben hier als Symbol für sozusagen eine der wichtigsten Geschichten der chinesischen Kulturgeschichte, müssen da die Messer im Sekretariat hängen. Das ist so, wie wenn wir vielleicht im Deutschsekretariat eine Goethe-Büste aufstellen würden, so von der Wertigkeit her. Also so kann man ja immer wieder auch als Sinologe dann doch einiges an Staunen lernen. Ich würde jetzt mal den Text, den Sie hoffentlich auch alle haben, holen. Und vielleicht kurz erklären, da gibt es einen kleinen Vorspann, der beginnt mit »Mein Leben fließt zwischen begrenzenden Ufern«. Diesen Vorspann jetzt auch noch genauer zu erläutern, wird, glaube ich, unseren Rahmen sprengen. Sie finden dazu aber in meinem Lesebuch jede Menge, oder wenn Sie das wünschen, kann ich Ihnen auch einen ausführlicheren Kommentar dazu zuschicken. Das würde uns jetzt, glaube ich, noch mal sehr viel noch mal in weitere Themen hineinbringen. Vielleicht noch ganz, ganz kurz als kleiner Tipp. Ich habe auch eine Menge, denke ich, glaube ich, ganz in sozusagen weiterführendes, Hilfreiches in einer Diskussion, einer Podiumsdiskussion letzten September in Köln. Da hat der WDR das aufgenommen gehabt über Zhuangzi, über das Thema, über die Themen, über die wir reden. Das finden Sie unter dem Link, den ich Ihnen hier aufgeschrieben habe in YouTube. Da können Sie auch sicherlich noch einiges finden. Ich würde jetzt einfach, das ist auf der zweiten Seite von meinem Paper, Ihnen diese Geschichte vom Koch Ding einmal vorlesen. Ich hoffe, Sie haben sie in dem Fall wirklich vorliegen. Das wäre jetzt akustisch, glaube ich, wirklich zu viel. Und dann lade ich Sie auch ein, wie eben während des Lesens, während des Hörens, schon einfach mal vielleicht selber auch zu spüren, was sind für Sie bekannte Themen, ja, bekannte Bilder vielleicht. Oder gerne auch für sich zu notieren, was ist für Sie völlig unverständlich oder merkwürdig. Auch darüber können wir dann natürlich reden. Also, ich beginne. Fürst Hui von Liang hatte einen Koch namens Ding, der für ihn die Ochsen zerlegte. Wo immer seine Hand hingriff, wo immer seine Schulter sich anlehnte, wo immer sein Fuß hintrat, gegen was auch immer er sein Knie stemmte, da fiel ritsch-ratsch das Fleisch von den Knochen. All dies geschah so rhythmisch wie in einer Melodie. Einmal klang es wie der Tanz des Maulbeerbaumhains, ein anderes Mal wie der Takt der Melodie Jingshou. Wunderbar, sagte der Fürst. Wie kommt es, dass deine Kunstfertigkeit einen so hohen Grad erreicht hat? Koch Ding antwortete, euer Diener liebt das Dao. Aus dieser Erfahrung heraus bin ich in der Kunstfertigkeit gereift. Als ich mit dem Zerlegen begann, sah ich nichts als den Ochsen. Nach 3 Jahren sah ich nicht mehr den ganzen Ochsen. Heute sehe ich ihn nicht mehr mit den Augen, sondern ich begegne ihm nur noch mit dem Geist.
Ich arbeite nicht mehr mit den Sinnesorganen, sondern lasse den Geist wirken, wie er will. Mein Messer verlässt sich auf die himmlische Ordnung. Es schlüpft in die Spalten und lässt sich von den Öffnungen führen. Hierdurch folgt es dem eigentlichen Gefüge des Ochsen. Auf diese Weise bin ich dahin gekommen, dass mein Messer niemals ein Band oder eine Sehne berührt, geschweige denn einen großen Knochen. Ein guter Koch wechselt sein Messer einmal im Jahr, denn er schneidet das Fleisch. Ein gewöhnlicher Koch wechselt sein Messer einmal im Monat, denn er zerreißt das Fleisch. Ich benutze dieses Messer seit 19 Jahren und ich habe damit mehrere tausend Ochsen zerlegt. Die Klinge ist aber so scharf, als ob sie frisch vom Schleifstein käme. In den Gelenken gibt es einen Zwischenraum. Die Klinge des Messers ist jedoch sehr dünn. Wenn man in richtiger Weise mit der Schärfe des Messers in die Zwischenräume zwischen den Knochen fährt, dann hat die wandernde Klinge genug Raum. So konnte ich es 19 Jahre lang benutzen und sie ist heute noch so scharf, als käme sie frisch vom Schleifstein. Jedes Mal jedoch, wenn ich an eine besonders verwachsene Stelle komme, dann sehe ich mir an, welche Schwierigkeiten sie machen könnte. Werde besonders aufmerksam, betrachte sie genau, verlangsame die Bewegung, mache mit dem Messer nur ganz feine Bewegungen und so ist das Fleisch mit einem Mal von den Knochen gelöst. So locker wie ein Klumpen Erde fällt das Fleisch auf den Boden. So stehe ich nun da, halte das Messer in der Hand, schaue mich nach allen Seiten um und bin rundum zufrieden. Ich reinige das Messer und räume es auf. Der Fürst erwiderte: Vortrefflich, ich habe eure Worte vernommen und durch sie gelernt, wie man das Leben pflegt. Ja, bevor ich kann, wie gesagt, könnte, je nach Interesse und Zeit und Fragen, sehr, sehr viel dazu sagen. Aber bevor ich etwas sage, vielleicht, das ist immer eigentlich ganz gut, wenn man mit so einem Text beginnt, vielleicht einfach erstmal Verständnisfragen. Es wäre für mich sehr verständlich und nachvollziehbar, wenn jemand sagt, ja, den Punkt verstehe ich gar nicht und ich weiß auch nicht, ob ich ihn dann gleich völlig erklären würde können, sodass es ganz verständlich würde, aber ich könnte es zumindest probieren. Ja, 455906. Kann ich was sagen? Ja, natürlich. Am Anfang hieß es, dass man die Sinnesorgane vergessen muss. Und zum Schluss hieß es, eine schwierige Stelle betrachte ich und überlege noch, wie ich diese schwierige Stelle. Dann kommen aber die Sinnesorgane doch wieder dazu, wenn die Stelle sehr schwierig ist. Habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig. Das ist jetzt, sage ich mal, einfach eine Inkonsequenz oder ein Widerspruch in dem Text. Da müsste man, um den vielleicht genauer zu beleuchten, erstmal noch sozusagen klären, was das Vergessen der Sinnesorgane bedeuten soll, was das genau für eine Bedeutung hat. Das können wir gerne machen, wäre jetzt aber, glaube ich, ein bisschen schon zu voreilig. Dass das erstmal widersprüchlich rüberkommt, da sehe ich auch so, ja. Ja, wenn es jetzt so erstmal keine Verständnisfragen gibt, dann wäre meine nächste Frage, wie ich sie eben schon mal gestellt hatte, auch da bitte ich Sie ganz frei und ungezwungen, so ein bisschen so die Gedanken oder Bilder Revue passieren zu lassen, die wir gehört haben. Wo sehen Sie denn Anknüpfungspunkte an Übungspraxis? Generell Tai Chi-Übungspraxis im Besonderen. Also bei mir war es Petrol. Versteht man mich? Ja, ja. Mhm.
Bei mir war speziell der letzte Satz, hat bei mir so diese Assoziation, dem Leben kein Widerstand entgegenbringen. Und das hat ja ganz viele Parallelen zu unserer Tai-Chi-Praxis. Nur das Wasser oder das, was kein Widerstand entgegenbringt, kann den Stein, sagen wir mal, aushöhlen. Und das sagt für mich der letzte Satz aus. Ja, Sie meinen jetzt den letzten oder den vorletzten? Welchen meinen Sie genau? Können Sie vielleicht den vorlesen? Ich glaube, den letzten. Ich muss mal schauen. Das letzte war sinngemäß dem Leben keinen Widerstand entgegenbringen. Ich habe jetzt den Text parallel nicht verfolgt, deswegen kann ich leider die Textstelle nicht identifizieren. Vielleicht kommt es ja noch im Lauf der Diskussion, weil das wäre schon wichtig, dass man genau guckt, was meint man da. Ja. Gibt es noch Beobachtungen, Einschätzungen? Auch da nochmal vielleicht Revue passieren lassen. Was ist eigentlich hier die Story? Was ist eigentlich die Message, wenn Sie jetzt jemand fragen würde? So fasse meine drei Sätze zusammen. Entschuldigung, ja. Ich habe es gefunden. Ja? Dass, ja. Der Fürst erwiderte vortrefflich. Ich habe eure Worte vernommen und durch sie gelernt, wie man das Leben pflegt. Das ist im Prinzip, wenn ich dem Leben keinen Widerstand entgegensetze, dann pflege ich es. Also sofern alles im Fluss ist, wie ich mich im Fluss bewege, desto länger werde ich leben. Das ist jetzt so meine Idee. Ja, jetzt verstehe ich, wie Sie das meinen. Also das wäre schon eine Art Zusammenfassung zu sagen, was der Koch hier uns praktisch vorführt, ja. Ist eine, wie wir ja zu Beginn auch hören, rhythmisch-tänzerische Performance, wiederum mit festem Stand, ja, da heißt es, er stemmte sich gegen das Skelett, also der muss schon ziemlich stabil stehen für diese Performance. Und es ist aber alles tatsächlich, das ist richtig, durch die ganze, sozusagen, durch den ganzen Prozess der Loslösung des Fleisches vom Skelett, wie ein Fluss, ja, in dem eben die Messer auch nach 20 Jahren noch sehr scharf sind. Das ist, kann man sagen, schon mal so der rote Faden. Und innerhalb dieses roten Fadens und drumherum gibt es viele Aspekte, die ich sehr relevant finde. Philipp hatte sich gerade da nochmal gemeldet. Ja, also ich habe mich jetzt gerade, weil Sie ja auch gesagt haben, ob wir uns hier irgendwo zum Tai Chi im Tun oder in irgendwelchen Sachen, die wir da machen, wiedererkennen. Also ja. Letztendlich würde ich mal wenn wir schon anfangen, also mit den ersten Sätzen, wo er sagt, also am Anfang habe ich den Ochsen gesehen und. Also das ist ja letztendlich von dem, was wir machen. Wir lernen die Basis, das heißt, wir lernen die Bewegungen. Wenn wir die drin haben, können wir uns immer mehr lösen und uns immer höhere Stufen und dann vom Körperlichen ins Geistliche, wo wir irgendwann mal hinwollen. Also letztendlich ist das eigentlich hier die Vollendung, wo wir im Rahmen jetzt des Tai Chis hinwollen, dass wir von der körperlichen, von dem Üben in die geistige Ebene hingehen und letztendlich, wenn man dann sagt, wenn ich jetzt das Messer so mit reinnehme, wenn ich das jetzt für mich so sehe, dass ich sage, wir gehen in einen verschleißbaren Bereich des Körpers. Wir können so weit loslassen, dass wir energetisch arbeiten können und der Körper letztendlich nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Also das ist eigentlich immer eine Steigerung. Wie gesagt, der Anfang des Lernens der Form bis zur Perfektion, die man wahrscheinlich nicht erreichen würde, was der Uwe auch sagt. Es geht halt immer wieder weiter. Ja, perfekt beschrieben. Wunderbar, perfekt. Ich habe auch vielleicht sehr schön auf den Punkt gebracht, erstmal sozusagen, was sozusagen so das Setting ist, dieser ganzen Story, wie die beginnt. Und um das noch ein bisschen zu ergänzen, was Sie eben gesagt haben, das hatte ich eben bei der Lektüre ausgelassen. Auch das ist total interessant. Wer da mehr drüber lesen will, kann das gerne auch in meinem Lesebuch nachlesen. Die allermeisten Begriffe im Chinesischen haben nicht nur 2 und 3, sondern manchmal 4 und 5 und 6 Bedeutungen. Und auch wo dieser große Absatz beginnt, habe ich in Klammern stehen, diesen Satz, aus dieser Erfahrung bin ich in der Kunstfertigkeit gereift, ja, in Klammern, könnte man eben auch übersetzen, habe ich die Kunstfertigkeit hinter mir gelassen. Also er hat sie praktisch transzendiert, er braucht sie, die Kunstfertigkeit, überhaupt nicht mehr. Was wiederum thematisch auch anknüpft, was wir im ersten Text vorhin hatten, er hat es vergessen, ja, hat es hinter sich gelassen. Er ist so weit, dass er das praktisch, und da sind wir natürlich beim Thema Wu Wei, dass es von selbst geht. Dass er es nicht mehr
im Kopf jetzt, wie beim ersten Stunde Tai Chi-Unterricht, welcher Fuß geht nach links, nach rechts, nach wie viel Grad, wie viel Gewicht, das braucht er eben alles nicht mehr. Das ist so das Setting, wie dieser große Absatz beginnt, aber davor haben wir noch im ersten Absatz, ich habe es eben schon ein bisschen angedeutet, auch etwas, was ich selber in meiner eigenen Tai-Chi-Praxis zunehmend als ganz bedeutsam erlebe. Aber bevor ich die Frage jetzt noch vertiefe, nochmal, ich weiß nicht, wie heißen Sie denn? Uwe. Uwe, gut. Ja. Ja, also genau das ist der Punkt halt, was ich auch meinen Schülern immer versuche beizubringen. Das ist wie im normalen Job, sage ich mal. Man lernt einen Job, man weiß, wie er funktioniert, man wird Geselle. Und nach einer gewissen Zeit, nach den Jahren, wird man es nicht mehr so machen, wie man es gelernt hat. Weil man macht es einfach nur und überlegt nicht mehr. Und es geht auch viel schneller und viel ordentlicher und viel sicherer. Ja? Und das ist ja halt der Prozess, den man immer wieder auch braucht. Egal, ob es jetzt der Chi ist, Kampfkunst ist. Ich kenne viele auch jetzt, ich habe früher mit einem Aikido-Meister auch trainiert, obwohl er eine äußere Kampfkunst macht, nach 40 Jahren hat er auch mit Ski gearbeitet, er hat nicht mehr mit Hebel gearbeitet. Ja? Und das ist halt faszinierend, dass man irgendwann kommt jeder auch dahin. Naja, das wäre jetzt nochmal eine Frage, die wir mal offen lassen, ob jeder dahin kommt. Das bin ich mir nicht so ganz so sicher, aber das lassen wir bitte mal als Frage. Meine Frage wäre jetzt bezogen auf den ersten Absatz. Hier ist ja von diesem, und das muss man sich, ich weiß nicht, ob Sie einen Text in unserer deutschen oder in irgendeiner europäischen Literatur oder Philosophiegeschichte kennen, in der das Schlachten eines Ochsen mit einer Melodie im Zusammenhang gebracht wird. Ich habe sowas noch nie im europäischen Kontext gelesen. Wäre interessant, wenn Sie sowas mal gehört haben. Ich habe es noch nie gehört. Das muss man, glaube ich, erstmal auch auf sich wirken lassen und als Bild wirklich, sage ich mal, ein Stück weit verdauen. Was bedeutet denn das oder was könnte das bedeuten? Haben Sie da eine Ahnung? Ja, Uwe? Ja. Eine Melodie zum Beispiel ist ja auch eine beruhigende Sache. Ja, das ist, also wenn man jetzt in der heutigen Zeit, ich nehme mal jetzt zum Beispiel einen OP-Saal, wenn jemand operiert zum Beispiel, läuft im OP-Saal auch Musik. Ja? Das ist auch sehr interessant. Damals, ich habe mehrere Brüche, deswegen weiß ich das. Ich bin operiert worden halt, ja, und dann lief halt da natürlich. Jeder hat eine andere Entspannungsart. Da lief dann ECDC, sage ich mal. Und die haben mir da operiert. Ja? Und ich habe dann Schweißausbrüche gekriegt und denke, hoffentlich machen die alles richtig. Aber ich hatte nur eine örtliche Betäubung. Ja, ja, das ist natürlich schön zu hören. Aber wir wissen hier nicht, ob es jetzt hier eine, sagen wir mal, entspannende, ruhige Melodie ist oder eine mehr energetische. Ich glaube, eigentlich das. Und zwar glaube ich deswegen, weil die gesamte Performance, die uns in dem Text vorgestellt wird, eigentlich was sehr Dynamisches hat. Ich vermute eher, und hier ist zum Beispiel auch ein Tanz, ja, das ist eine Tanzmelodie, das haben wir dann sozusagen in unserer Tradition, ja, in der Polka oder in der Masurka oder so, das sind so Melodieformen und die sind sehr selten so ganz ruhig. Ja, das ist eher ungewöhnlich. Für mich ist aber der wichtige und interessante Punkt, und das wäre einfach auch eine Frage jetzt an Ihre eigene Erfahrung oder Praxis, wenn man jetzt, es steht ja auch hier im Text, so rhythmisch wie in einer Melodie. Ja, wie weit haben Sie, und ich denke gerade Fortgeschrittene können da interessante Erfahrungen machen, auch Erfahrungen mit Rhythmus bei der Tai-Chi-Form? Also jetzt, wie gesagt, also jetzt von der Assoziation fand ich jetzt erstmal, also wenn man jetzt sich überlegt, dass man dieses Schlachten ist für mich eigentlich was Robustes, Rohes, Abgehacktes, und dieses Melodische macht halt so diesen gewissen Fluss,
Leichtigkeit, nicht nachdenken, so, das ist so ein Gegensatz. Also das ist eigentlich die hohe Kunst. Ja. Die dadurch, würde ich jetzt mal behaupten, egal welche Melodie oder welches Lied es da jetzt ist, aber letztendlich ist das so, wie Sie das sagen, so eine Dynamik. Also es ist jetzt nicht, dass ich so hacke, sondern dass es wirklich so, stelle ich mir das dann vor. Auf jeden Fall keine Szene, die man sich in einem deutschen Schlachthof vorstellen kann, muss man ganz platt zu sagen. Ja, genau. Oder auch, sage ich jetzt mal, dieser Negativgedanke, also wenn ich mir jetzt einen Metzger vorstellen würde und der würde da so rumgleiten, würde es auf mich ganz anders wirken. Also es wäre dann wie so ein Kunstwerk, sage ich jetzt erstmal. Es würde vielleicht die Sache an sich für manche etwas schwieriger machen, aber wenn ich jetzt da jemanden hätte, der würde da so hacken, käme es, glaube ich, anders rüber, als wenn man das so umschmeichelnd, wertschätzend einfach laufen lassen, ohne das zu bewerten und so, das findet sich ja auch da wieder. Also das ist eigentlich, ist das schon ein ganz angenehmes Gefühl, das sich so vorzustellen. Ja, jetzt Thomas Petrol, ja? Ja, genau. Für mich wird wieder die Parallele zum Ursprung des Tai Chi, das, was Sie ganz zu Anfang gesagt haben, aus dem Schamanischen. Aus dem Schamanischen weiß man ja, dass es verschiedene Tanzformen, Ausdrucksformen, Riten zur Vertreibung von Geistern gab und daher so diese Entwicklung ins Tai Chi gekommen ist. Das ist für mich dann Tanz und Rhythmus, Bewegung, so diese Parallele in diesem Anfang. Ja. Ich würde mich aber trotzdem auch freuen, wenn Sie da aus Ihrer eigenen Erfahrung was dazu sagen können. Ich frage nochmal ganz konkret, knapp, welche Rolle spielt denn Rhythmus in Ihrer eigenen Praxis, in Ihrer eigenen Erfahrung? Ja, Claudia? Ich leite mal wieder weiter. Ja. Okay, erst nochmal zwei Sachen. Ich komme auf die, beantworte die Frage gleich. Also erstmal sind so zwei Dinge. Also das Zerschneiden des Fleisches ist ja wie Yang, sag ich mal, etwas Arbeitendes. Die Musik, der Rhythmus ist für mich wieder wie Yin, etwas Beruhigendes, Ruhendes. Ja, man hat die Verbindung von zwei Elementen hier anscheinend. Und damit wird aus dem Handeln, was ja was Zerstörerisches ist, ja eine ganz andere Handlung. So, und wenn Sie mich auf den Rhythmus ansprechen, wenn ich Tai Chi ausübe und ich spüre den Rhythmus meines Atems, dann habe ich auch einen Rhythmus. Und der trägt mich teilweise auch bei meinen Übungen. Ja. Ja, ja, danke. War da noch jemand, der, ich weiß nicht genau, ich da... Ich weiß jetzt auch nicht zum Beispiel, ja, Jean? Ja, wenn ich mir das so angucke, dieses von wegen Melodie, eine Melodie geht halt immer auf und ab. Und das ist für mich dann eher so dieser Wechsel zwischen Yin und Yang. Und wenn man halt dann auch sieht, dass der halt das Messer zerschneidet oder schneidet und er nicht gegen die Gelenke geht, das heißt, ist es für mich eher so dieses Entspannte, dass man halt eine klare Richtung hat, aber nicht auf die Gelenke drauf geht, weil das im Endeffekt eine mechanische Kraft ist, die dann gegenwirkt und man da gar nicht reingeht und deswegen halt dieses scharfe Messer, das halt komplett da dran entlang geht, wo man dann nicht Kraft auf Kraft geht, sondern dann halt wirklich diese Energie dann halt fließen kann, einfach dran vorbei, ohne halt die hohe Kraft zu nutzen. Also das was im Tai Chi, soweit ich das auch vom Pushens her kenne oder generell sozusagen in diese, sozusagen da, wo das Nichts ist, ja, da wo die Leere ist, da wo kein Widerstand ist, da wirklich die Energie auf eine sehr subtile, wahrnehmende Weise sozusagen hinzulenken. Vielleicht nochmal kurz zu dem Thema Melodie. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie da Erfahrungen haben oder welche. Meine Erfahrung ist, ich habe zum Beispiel zu ganz verschiedenen, auch melodisch-rhythmisch getakteten Werken klassischer Musik auch schon Tai Chi geübt und war sehr erstaunt, wie auch das, auch ein bisschen abhängig von Stimmungslage oder Gesamtverfassung,
eine sehr gute Wirkung haben kann, also sozusagen meinen Rhythmus nochmal sozusagen in was Größeres einbettet. Also ich weiß nicht, ob Sie da mal experimentiert haben. Es hat auf jeden Fall für mich eine sehr, natürlich muss man dann sich das auch gut auswählen und das muss sich auch stimmig anfühlen, ob man das im Unterricht einsetzt und welche Musik, ist nochmal eine Frage. Aber meine Erfahrung ist auch mit meinen Schülern, dass sie in bestimmten, sage ich mal, Stimmungslagen oder bei bestimmten Themen, die anstehen, zu üben, mit bestimmter Musik sehr einfach sehr viel besser üben. Das ist einfach für mich eine langjährige, sehr, sehr gute Erfahrung. Jetzt weiß ich nicht, wer zuerst war. Nochmal Katja und dann. Ja, also wir im Tai Chi fängt dieser Rhythmus ja im Prinzip mit der ersten Vertiefungsstufe an. Also dass wir mit der Yin-Yang-Form anfangen, eine Art von Rhythmus und Gleichmäßigkeit in die Tai Chi-Form zu bringen, ohne dass wir jetzt Musik verwenden, sondern einfach diesen Fluss eigentlich einleiten, indem man ja die Yin-Bewegungen und Yang-Bewegungen gleich lang werden lässt, von der Taktung her. Und das ist so, ich sage mal, der erste Schritt in diese, ja, nicht Melodie, aber in diesen Rhythmus zu kommen. Melodie, würde ich sagen, wenn man jetzt Musik wirklich mit reinnimmt, ist ja was sehr Emotionales im Gegensatz zu dem mechanischen Zerschneiden des Ochsen. Und diese Emotionalität bewirkt ja auch etwas mit einem. Und ich glaube, da kommt dann eben wieder dieser Herz-Geist-Aspekt dazu, ja, der eben den Herz-Geist Rhythmus mit dem körperlichen Rhythmus wieder in Einklang bringt und verbindet. Mhm. Ja, Uwe noch, oder? Ja, also ich sag mal, das, was Katja gesagt hat, ist richtig. Und wenn man jetzt normale, sag mal, immer chinesische Melodie, so ein bisschen fließend, auch so ein bisschen Yang-System drin, aus eigener Erfahrung halt, mein Lehrer hat es damals versucht, auch mein Meister, und das war am Anfang störend. Es hat mich einfach nur aufgeregt und ich konnte mich nicht konzentrieren. Mhm. Ab eine gewisse Jahreszahl, sage ich mal, wenn man so 8 Jahre, 6 Jahre, kommt immer auch die Vertiefungsstufen auch an, da hilft es wirklich dann auch loszulassen. Weil in dem Moment kann man auch entspannen dabei. Das riecht eigentlich. Dann gebe ich zu, man braucht echt eine lange Zeit, bis man das, ja, ich will nicht sagen ertragen kann, aber bis man sich darauf einlassen kann. Ja, deswegen, also auch nochmal meine Idee, es gibt gerade von Bach oder auch von Avopert, gibt es wunderbare, auch so getragene, langsame Melodien, wo man jetzt also nicht permanent sozusagen was Chinesisches im Ohr hat. Das ist hervorragend geeignet, so nach meiner Erfahrung. Jetzt war Philipp nochmal. Ja, ich hatte da gerade nochmal drüber nachgedacht. Auch, also bis jetzt ist ja immer, dass wir das mit Melodie und einer Empfindsamkeit und so einer Bewegung verbinden. Aber ich finde diesen Aspekt, also wo hier dann teilweise zum Beispiel steht, es klang wie so und so. Also wenn ich jetzt wenn ich praktiziere und mir jetzt vorstelle zum Beispiel, ich bin allein, also in einer Bewegung allein oder mit anderen Leuten, dann kann die Bewegung an sich und die Geräusche, wenn ich zum Beispiel den Fuß zurückziehe oder sonst irgendwas, das löst ja in mir auch, sage ich jetzt mal, mein Sinnesorgan, das Hören wieder aus, und das gibt ja auch eine gewisse Halt, Ruhe, Tempo. Also das heißt, aus diesem Aspekt heraus ist mein Empfinden, wenn wir also zum Beispiel zusammen praktizieren und man sich an gewissen Eckpunkten, zum Beispiel Geräusch, wenn man Fuß zurückzieht, wenn man die Form kennt, dass man vom Tempo passt und andersrum, dass so eine gewisse Sanftheit ausgestrahlt wird, das ist auch nochmal ein anderer Aspekt, der aber, finde ich, sehr, sehr wichtig ist und wo man sich auch letztendlich so ein bisschen selber wiederfinden kann, wie sanft trete ich auf oder wie losgelöst bin ich. Das ist jetzt mal nochmal so eine Eigenkontrolle, die man über das Sinnesorgan des Ohres mitkriegen kann. Ja. Das kann sich auch melodisch anhören. Also das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt für mich persönlich, wo ich sage, das ist ein Wohlempfinden. Ja, ganz super. Ich möchte das jetzt auch nochmal
gedanklich nur kurz verknüpfen. Ich sehr empfehlen den Chat, den Kara eben hier reingeschrieben hat. Das passt eigentlich gut in der Verlängerung. Es geht hier in beiden Beiträgen, und dazu, denke ich, ist die Musik einfach ein wunderbares Bild, ist ja auch in dem Sinne ein Bild, um Synchronizität, ja, um gute Verknüpfung und die in einer Gruppe herzustellen. Ich weiß nicht, Sie haben da sicherlich auch viele verschiedene Erfahrungen gesammelt, sei es als Teilnehmer oder als Lehrender. Das ist mal so, mal so. Ja, manchmal geht es irgendwie gar nicht. Es gibt Tage, da ist es einfach schwierig. Und dann gibt es Tage oder Gruppenerlebnisse, wo man, und da bin ich wieder bei dem Thema, auch dieser Synchronie, diese Energie, die Musik sozusagen eröffnen kann, wo man das Gefühl hat, da ist eine ganz intensive Verbindung aller Übenden plötzlich da. Ja, diese Synchronisierung, diese Harmonie. Und das ist etwas, was ich also so in keiner anderen Körper, sozusagen Übungsform bisher so erlebt habe wie in der Tai-Chi-Praxis. Sicher, dass es im Qigong ähnlich möglich ist, aber da finde ich es nach meiner Erfahrung irgendwie in der Regel abgehackter, weil man nicht in so einem langen Energiefluss drinsteckt. Also so. Das ist meine Erfahrung, aber die ist auch in puncto Qigong eher begrenzt. Ja, also Sie ahnen, wir haben in dem Text noch viele, viele, viele kleine, feine Beobachtungen. Ich möchte jetzt einfach mal auf einen Satz Ihren Augenmerk lenken, der uns, denke ich, nochmal in diesem ganzen Textuniversum eine Treppe führen kann. Das ist ungefähr so der, in dem größeren Absatz, der dritte Satz. Mein Messer verlässt sich auf die himmlische Ordnung. Es schlüpft in die Spalten und lässt sich von den Öffnungen führen. Hierdurch folgt es dem eigentlichen Gefüge des Ochsen. Was würden Sie jetzt, wenn Sie das noch zwei, dreimal so durch den Kopf gehen lassen, diesen Satz, was würden Sie denn erstmal ja ganz grammatikalisch hier vielleicht merkwürdig finden? Wobei das Merkwürdige kann natürlich auch mein Übersetzerfehler sein. Das muss nicht im chinesischen Original liegen. Aber in dem Fall bin ich mir sicher, dass es kein Übersetzungsfehler ist. Ja. Das Messer scheint ja ein Eigenleben bekommen zu haben, ohne eine Führung. Genau. Es ist hier, und das meine ich mit Grammatik, ja, wir würden jetzt in dem normalen unserer Grammatik oder unserem Denkvermögen, und so wäre das im Chinesischen auch, das liegt nicht an den Sprachen, würden wir erstmal einen Satz so erwarten wie, er benutzt sein Messer so und so und macht dies und dies. Ja, da wäre das Subjekt der Koch. Hier ist aber als Subjekt nicht mehr vom Koch die Rede. Und das hat einen Grund. Und da einfach so die Frage an Ihre Fantasie, was könnte denn der Grund sein? Weiß ich jetzt wieder nicht, wer zuerst war. Ich nehme jetzt mal Philipp zuerst. Ja, als erstes. Ja, ich lasse den Thomas das... Ich lasse den Thomas das beantworten. Ich wollte nur jetzt eine Empfindung mitteilen. Also ich bin jetzt auch natürlich der deutschen Sprache, kann ich das nicht so super werten. Aber für mich als jemand, der Tai Chi praktiziert, fand ich das als gar nicht falsch, sondern ich habe das als wie gesagt, als losgelöst schon total normal empfunden. Also ich habe den Fehler nicht gefunden. Okay. Wollte ich mal vorweg schicken in dem Moment, so empfindungstechnisch. Und jetzt kann der Thomas, der löst das jetzt auch. Kann man gut nachvollziehen, ja. Danke für die Vorschusslorbeeren. Ich hoffe, ich werde deiner Einschätzung gerecht. Für mich ist es so, dass er zurücktritt und vielleicht kann man das Messer als etwas was sehen, was er vielleicht führt, aber so weit zurückgetreten, dass es sich selbst führt. Sehen, wie die Füße den Körper führen, ohne dass die Füße bewusst angesprochen werden. Ja, ist, denke ich, also von der
Richtung auf jeden Fall richtig, aber wenn man jetzt, wie Philipp eben gesagt hat, das ist für ihn auch schon eigentlich relativ so selbstverständlich, ist ja in diesem Bild, dass das Messer plötzlich zum Akteur wird, dann kann man sich ja doch fragen, also erstmal von dem, was uns der Text hier an Hinweisen gibt, Vorstellungen gibt, ja, was genau macht denn das Messer dann, wenn es jetzt Akteur ist? Wonach richtet es sein Handeln denn aus? Ja, nochmal Philipp dazu. Nach der Situation. Also es verlässt sich darauf, dass die Situation oder dass jetzt im Moment der Ochse vorgibt, wie es gemacht wird. Also das heißt, ich arbeite da nicht aktiv, sondern ich vertraue darauf, dass mir das schon vorgibt, was es braucht. Also es ist eigentlich alles schon gegeben und wir haben ja, wenn wir jetzt eingreifen würden, würden wir es wahrscheinlich eher schwieriger gestalten, als es ist. Ja, super. Gut. Sehr gut. Jean? Ja, ich sehe das auch so ähnlich. So. Und zwar das Messer, wenn ich mir das jetzt so angucke, könnte eigentlich auch Wasser sein, weil es geht, es schlüpft in die Spalten und auch in die Öffnungen. Also ist es, für mich ist es irgendwie so, als ob das Messer eigentlich da versucht halt keinen Widerstand irgendwo gegen irgendeinen Widerstand, sondern dass es mehr oder weniger irgendwo wie Wasser dann im Endeffekt dementsprechend durchläuft. Also man da gar nichts machen muss. Als ob man mit einem Boot auf den Fluss setzt und dann einfach getrieben wird. Ja. Also die Parallele zum Teil sehr sich und die entspricht auch statistisch. Aber es ist natürlich ganz wichtig, dass es tatsächlich ein Messer ist. Ich weiß nicht, wer von Ihnen auch Schwert-Tai-Chi-Erfahrung hat. Da kommt man dann auch ganz schnell an, denke ich, ganz ähnliche Erlebnismomente. Was jetzt auch Philipp eben nochmal gut auf den Punkt gebracht hat, und das ist jetzt der weitere Schritt, um da in diesen Text noch einen Schritt tiefer reinzugehen, sozusagen, er verlässt sich auf die himmlische Ordnung. Die himmlische Ordnung, dazu einfach 2, 3 Sätze. Erstens, was ich himmlisch hier oder mit himmlisch, das ist eben chinesische Schriftzeichen für Himmel, übersetzt habe, hat in diesem Kontext der taoistischen Philosophie dieser Zeit eigentlich viel mehr die Bedeutung natürliche Ordnung. Also himmlisch ist jetzt nicht so sehr zu verstehen als etwas Transzendentes im Jenseits, sondern das ist das also wie natürliche Prozesse ablaufen. Letztlich auch das Dao als Bild von natürlichen Prozessen. Und das Schriftzeichen Li für Ordnung ist ein ganz wunderbares Schriftzeichen. Das ist auch sehr alt. Das beschreibt die Maserung des Jadesteins. Und jeder, der Steine, egal ob Jade oder andere, untersucht und Maserungen in der Natur sieht, weiß, die sind einfach immer anders. Ja. Es gibt immer wieder wunderbare Formationen in geologischen oder auch botanischen oder sonstigen Kontexten, die immer wieder einer Ordnung entsprechen, aber nie eine mathematisch-symmetrisch abbildbare Ordnung. Ja, das habe ich jetzt so nie gesehen. Und das ist also ein in sich unglaublich interessantes und in der chinesischen Philosophiegeschichte eines der wichtigsten Begriffe später geworden, eigentlich noch wichtiger als Dao, also dieser Ordnungsbegriff. Das heißt, es gibt diese Ordnung, auf die kann sich das Messer verlassen. Aber, und das ist jetzt auch ein bisschen schon in dem, was Philipp eben so zusammengefasst hatte, eigentlich gut angeklungen. Der wichtige Punkt dabei ist ja, dass der Koch, der diese Ochsen zerteilt, aller Voraussicht nach, so wie das Leben halt ist, bei jedem Zerteilen einen neuen Ochsen vor sich finden wird, der im Prinzip dann eben auch eine andere Körperstruktur hat. Ich weiß nicht, ob Sie verstehen, worauf ich raus will. Das ist eine ziemlich anspruchsvolle Frage,
man könnte, wenn man jetzt so ein ganz klein, engmaschig, also sozusagen nach Newton'scher Physik da dran gehen würde, könnte man sagen, so, wie soll er das denn bei, sozusagen, wie soll sich denn sein Messer drauf verlassen können? Worauf verlässt sich denn das Messer, wenn jeder Ochse ein anderer Ochse ist? Ja, Philipp? Also das ist nochmal bildlich, auch wenn, wenn wir uns jetzt überlegen, also die meisten, die jetzt bei uns auch im Kurs mit sind, wenn wir bei der Fighting-Form gegenüberstehen und dann wechseln. Also jeder kennt die Form, aber letztendlich, wenn man sich nicht nachher darauf einlässt und guckt, wie kommt denn jetzt die Bewegung, ja, und dann seinen Pin durchzieht, funktioniert das nicht. Aber wenn man sagt, okay, dann lasse ich ihn 5 Grad sein und mach und lass das fließen und auflösen, dann funktioniert das mit jedem gleich. Das ist aber schon eine hohe Kunst und man muss sich darauf einlassen. Wenn man seinen Pin, das Gelernte, so durchziehen will, funktioniert das nicht. Also ich finde, das ist bildlich. Da müssten eigentlich die meisten vom Üben her auch was mit anfangen können. Ja, dazu noch Kommentare. Vielen Dank. Thomas? Ich glaube, eine Interpretationsmöglichkeit ist, dass es sich weiterhin um einen Ochsen handelt. Also sprich, er hat ja dann nicht auf einmal ein Schwein vor sich liegen, auch wenn bei seiner Meistergrad das auch noch egal wäre. Aber vielleicht, ja. Dass die Herausforderung bleibt ja dieselbe, das Thema bleibt ja dasselbe vielleicht, kann man das so sehen. Ja, ich denke auf eine Weise ja und auf eine andere Weise. Natürlich will ich das jetzt auch nicht überstrapazieren. Vermutlich haben viele Ochsen relativ ähnliche Formationen, vermute ich mal. Und doch geht es hier ja, wie wir im Text sehen, um sehr subtile sozusagen Wahrnehmungen, um sozusagen sehr subtile Formen von Rezeptionsfähigkeit mit den jeweiligen Gelenken und Sehnen und Bändern. Das heißt, es ist im Grunde immer wieder ein ganz neuer Vorgang nötig. Ja? Und ich finde das ein wunderbares Bild für die gute Tai-Chi-Praxis, dass wir, und das schaffe ich mitnichten jeden Tag oder jede Woche, aber immer wenn ich es schaffe, bin ich froh, so mit dem Gefühl selbst übe, als ob es das erste Mal wäre. Und ich auch bei jedem wirklichen Übungsvorgang mein eigenes Skelett, also sagen, ich bin ja selber der Ochse, nochmal ganz neu in seiner himmlischen Ordnung erfahren kann. Und mich jedes Mal, je mehr ich es erfahren habe, auch besser auf ihn verlassen kann. Ja, also das ist auch ein, finde ich, fantastisches Bild für mich von Yin und Yang, in dem Sinne, es gibt kein, ich wüsste jetzt keinen yanghafteren Gegenstand als so ein Messer, so ein Schlachtermesser. Also das ist richtig yang. Das gleichzeitig, das muss man sich wirklich mal sozusagen auf der Zunge oder im Gehirn, sozusagen in der Zunge im Gehirn zergehen lassen, das gleichzeitig voller Gefühl in der Spitze steckt. Das sozusagen so gefühlig ist, dass es genau fühlt, wie diese Struktur jeweils bei jedem Ochsen neu genau ist und genau fühlt, wann es darum geht, langsamere Bewegungen zu machen oder schnellere, energetischere oder und das wiederum auch wiederum eingebunden in den gesamten klaren Rhythmus, von dem wir zu Beginn gehört haben. Ja, also es ist nicht so, dass jetzt, das geht, wäre auch in der Tai-Chi-Praxis wenig sinnvoll, dass man dann, wenn man das Gefühl hat, oh, das ist jetzt aber schwierig oder mir geht es nicht gut oder ich habe schlechte Laune, dass man sich dann erstmal 10 Minuten hinsetzt und einen Kaffee trinkt. Das geht ja nicht, das macht ja auch keinen Sinn. Ja, sondern man muss wirklich dranbleiben. Wirklich dieses ganz und gar da dranbleiben und zu gucken, aha, das ist sozusagen der Weg, in dem sozusagen die Lösung stattfindet. Was diese Schriftzeichen, mit dem hier diese Lösung beschrieben wird, das hatte ich, wenn Sie mal eine Seite weiter noch blättern, das Schriftzeichen hatte ich relativ ausführlich in all seinen Bedeutungen erklärt
Uwe, ist das okay, wenn ich kurz erstmal warte? Ja, ich habe das gesehen, aber ich bleibe erstmal hier bei den Bedeutungen. Das ist sozusagen eine weitere zutiefst verwunderliche und wundersame Geschichte hinter dieser Geschichte. Ich sage mal so, das ist die Etymologie des Schriftzeichens Jie, zerlegen, lösen. In diesem Schriftzeichen, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen mit chinesischer Schrift sich mal beschäftigt hat, das kann ich gerne auch noch mal in einem kleinen Paper nachreichen, dass das optisch ein bisschen klarer wird. Das ist, denke ich, hier etwas zu klein gedruckt. In diesem Schriftzeichen gibt es drei Elemente. Also jedes Schriftzeichen oder in jedem chinesischen Schriftzeichen sind verschiedene Elemente kombiniert. Und hier gibt es drei auf der linken Hälfte. Das ist diese, wenn Sie das praktisch in der Mitte durchschneiden, das Zeichen, gibt es einen linken und einen rechten Part. Und die linke Hälfte ist das Horn. Also das Zeichen für Horn, das könnte hier entweder das Horn eines Ochsen bedeuten oder auch den Griff eines Messers. Da sind sich die Gelehrten nicht ganz einig. Und auf der rechten Seite haben wir als sozusagen Elemente dieses Zeichens das Messer ganz oben, das ist so ein Haken mit zwei Strichen, und darunter den Ochsen. Also in diesem Zeichen, das viel älter ist als die Geschichte, ist vom Messer und vom Ochsen schon die Rede. Und es hat dann schon zu Zhuangzis Zeiten diese Bedeutungen gehabt, die ich hier aufgelistet habe. Und wenn Sie mal später noch durch diese Geschichte gehen und sich das klar machen, was das bedeutet, wenn all diese Bedeutungen mitspielen, dann sehen Sie sozusagen, welche tieferen Ebenen da noch verstanden werden können. Also die erste Bedeutung, das Skelett eines Tieres zerteilen. Was wir hier ja konkret haben in der Geschichte. Die zweite Bedeutung, etwas Gebundenes, Geknotetes lösen. Die dritte Bedeutung, lösen, auflösen, verschmelzen. Die vierte Bedeutung, versöhnen, vermitteln. Die fünfte Bedeutung, erklären und klären. Und die sechste Bedeutung, die es auch heute im Chinesischen vor allem hat, ist verstehen, begreifen. Ja, und das ist jetzt, führt jetzt zu weit angesichts unserer Zeit, die sozusagen kräftig voranschreitet, da jetzt ganz tief nochmal in die Frage einzusteigen, welche Bedeutungen hier in welcher Weise zum Tragen kommen. Da kann man sich, aber können Sie sich auch gerne selber weiter noch Gedanken machen. Es ist auf jeden Fall insofern etwas, was mit sozusagen durch diese vielen Bedeutungen mit ganz klar zur Message der Geschichte gehört, dass der Koch durch seine Kunstfertigkeit, das Tier oder den Ochsen zu zerlegen, zum einen etwas löst, tatsächlich in einen Lösevorgang geht, aber dieser, wie wir hier in der vierten Bedeutungsschicht hören, sozusagen zu einer Art Vermittlung, Versöhnung und letztlich zu einem tieferen Begreifen führt. Alles Bedeutungen in diesem einen Schriftzeichen. Das bedeutet, dass das für unsere sozusagen Vorstellungswelt eigentlich sehr martialische Bild, da wird ein armer Ochse zerlegt und das Fleisch fällt da zu Boden. Das ist also irgendwie nichts, was wir sozusagen, womit wir jetzt eine spirituelle oder irgendeine geistige Übung in der Regel beginnen würden. Das ist aber sozusagen wirklich aus der Küche des alten China direkt als Bild genommen. Dass gerade in diesem ganz profanen, in diesem äußerst handfesten, harten Job genau da
dieser Prozess des tiefen Begreifens, des tiefen Verstehens, der tiefen Lösung und der tiefen Erfahrung des Tao geschieht. So, jetzt, Uwe hatte sich nochmal gemeldet. Ja, ich habe jetzt das vergessen, aber ich kann was zu den anderen noch sagen. Ich sage mal, was ich meinen Schülern auch immer versuche, also jetzt die Fortgeschrittenen zu erklären, weil als allererstes müssen wir Sachen begreifen. Begreifen heißt aber nicht verstehen. Also das heißt, Quatsch, umgekehrt, jetzt bin ich durcheinander. Wir müssen die Sachen erstmal verstehen, was wir machen. Ja, und dann in dem Moment haben wir es aber noch lange nicht begriffen, weil das Begreifen ist der Inhalt ja schon, ich muss es greifen. Ja, und wenn ich es greifen kann, kann ich es erst umsetzen. Verstehen kann man viel vom Kopf her, aber es wirklich begreifen und das Umsetzen ist eine andere Sache. Ja, aber ich muss verstehen, dass ich wie der Ochse aufgebaut ist. Ich muss verstehen, wie ich ihn zerteile. Aber ich muss auch begreifen, ja, wie ich das Messer führe. Und das kann ich nur vom Gefühl her und vom Geist her. Aber ich muss es verstanden haben. Für mich, wenn ich da noch dran anknüpfen darf, ist es wie wenn man Kalligraphie ausübt. Ja, ja. Also, ja, ja. Diese Zerlegung des Ochsens, die erfolgt ja in allen Arten. Also der Kopf macht keine Pause. Und zerlegt quasi den Ochsen sehr gefühlvoll und wahrscheinlich auch für den Ochsen ohne großes Leid in einem. Und in der Kalligrafie ist es ja auch so. Ich muss erstmal 1000 Kreise versuchen, mit dem Pinsel hinzubekommen, bevor ich einen perfekten Kreis zeichnen oder malen kann mit dem Kalligrafiepinsel. Und so ist es, so denke ich, ist es mit dem Ochsen auch. Ich brauche erstmal ganz lange Zeit, um diesen Fluss, diese Perfektion erreichen zu können. Es gibt sehr viel seit über 2500 Jahren fantastische Kalligraphie-theoretische Texte oder Anleitungen zum Kalligraphieren. Da wird immer wieder und immer wieder der Pinsel mit dem Schwert gleichgesetzt. Und das ist eigentlich genau das Thema. Und natürlich auch oft diese Geschichte dann als Bezugspunkt genommen. Jetzt war nochmal Philipp. Ich hatte gerade eben, wo Sie das so gesagt haben, noch irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste das zurücknehmen. Das war irgendwie ein Begriff, den wollte ich unbedingt, fand ich das noch interessant. Und als der Uwe das gerade aufgebaut hat, der sagt, wir müssen das erst verstehen und dann müssen wir es begreifen. Und danach, jetzt in Bezug auf das Messer, glaube ich, kann ich mich dann als Führender zurücknehmen, mich nicht mehr so wichtig nehmen, das durchlaufen lassen und das Messer jetzt im übertragenen Sinne einfach laufen lassen, so wie es von Mutter Natur gegeben ist. Also ich kann mich irgendwann auf der hohen Stufe selbst zurücknehmen, nicht zu wichtig nehmen und dann kann es erst richtig fließen. Denn wenn ich immer denke, dass nur ich das kann im Tun, indem ich jetzt sage, ich habe das so gelernt und ich muss das so machen, egal wie das Tier oder wie die Situation ist, dann kann das nur schief gehen. Und wenn ich davon weg bin, dann ist wirklich dann bin ich noch da, bin nicht so wichtig und dann läuft es erst. Und dann ist es, glaube ich, und das ist wirklich natürlich das, was sehr schwierig ist und für den Menschen an sich oder für mich als Übenden auch ganz oft sehr, sehr schwierig ist, wenn ich denke, die Technik hast du jetzt, du musst das und dann manchmal ist die Technik nicht so ganz entscheidend, sondern dann wieder den Schritt zurückzugehen und zu sagen, so, ich lasse das mal so, ich werte das nicht, ich nehme das jetzt einfach mal so hin, wenn wir eben noch, wo Sie gesagt haben, dann stehe ich manchmal dann läuft das, wenn ich dann praktiziere und übe, dann denke ich, ja, so ein Mist, wenn ich einmal gefühlt habe, wie es läuft, dann ist das beim nächsten Mal mein Anspruch. Und dann bin ich immer wieder enttäuscht. Und das ist ja so die Natur des Menschen. Und davon muss ich mich frei machen. Weil jeden Tag kann ich froh sein, dass es in dem Moment so ist, wie es ist. Das ist ja eine Kunst, das so anzunehmen. Und da scheitert man. Also ich scheitere da ganz oft an meinem eigenen Anspruch dann auch wieder. Ja, ich glaube, das ist menschlich. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Vielleicht, damit wir jetzt mit dem Text so zu einem Abschluss und zu allgemeineren Fragen oder textbezogenen Fragen kommen, noch der Punkt, der ist mir einfach auch sehr wichtig. Die Frage von, das ist eigentlich auch in dem, was Philipp gesagt hat, so als Thema, als Beitrag eben, finde ich, sehr gut zum Ausdruck gekommen, dass man
immer wieder, egal was man lernt, egal was man übt, immer wieder, wie es hier auch im Text heißt, an richtig schwierige Stellen kommt. Ja, ich kenne keine Kunst, auch in unserer europäischen Tradition, wo es nicht irgendwann ganz haarig wird, wo man wirklich das verzweifeln könnte oder weglaufen oder. Davon ist hier ja auch die Rede, von solchen Stellen. Das macht für mich den Text besonders realistisch, wo es hier kurz vor Schluss dann heißt, jedes Mal, wenn ich eine besonders verwachsene Stelle komme, sehe ich mir an, welche Schwierigkeiten sie machen könnte, werde besonders aufmerksam, betrachte sie genau, verlangsame die Bewegung, mache mit dem Messer nur feine Bewegungen und so ist das Fleisch, könnte man sagen, so das Thema mit einem Mal gelöst. Was würden Sie sagen, welche Parallelen ergeben sich da so zu Ihren Erfahrungen, die Sie vielleicht auch kennen? Das muss jetzt gar nicht nur die Tai-Chi-Übungspraxis sein. Ich finde, das ist ein sehr universales Lebensprinzip, das hier zum Ausdruck kommt. Ich kann es auch noch mal andersrum formulieren. Es gibt ja in unserer auch, denke ich, oft sehr, soll man sagen, Aktivismus geprägten Kultur, das kann man bei Corona ganz besonders jetzt, aber auch an vielen anderen Ecken und Enden kann man das immer wieder erleben, gibt es, wenn es irgendwelche Probleme gibt, Schwierigkeiten gibt, gibt es immer wieder, wie ich so mit dem Stichwort Aktivismus meinte, ja, ganz viel, wo ganz viele wichtige oder weniger wichtige Leute dann Statements abgeben, was jetzt zu tun oder zu planen oder zu lassen oder zu machen ist. Vielleicht ist Ihnen auch schon aufgefallen, das geht oft rasend schnell. Und oft ja auch in die Hose, also von dem, was dann entschieden wird. Verstehen Sie, was ich meine? Vielleicht wieder, was wir schon das eine oder andere Mal gesagt haben, dass die beste Entscheidung, es ist keine Entscheidung zu treffen, also die Dinge einfach ihrem Lauf zu lassen und zu schauen, was passiert. Da würde ich Ihnen jetzt, so wie Sie es ausgedrückt haben, nicht recht geben, also in dieser Formulierung. Ich würde es anders formulieren und vielleicht meinen wir das Gleiche. Ich würde sagen, es ist manchmal ganz wichtig, sozusagen eine Pause einzulegen oder eine sozusagen zurückzutreten, was wir ja hier im Text auch hören. Ja, das heißt nicht, dass ich keine Entscheidung treffe. Das heißt auch nicht, dass ich es einfach nur laufen lasse, sondern es heißt, dass ich bewusst entscheide, jetzt wird es so schwierig, wie wir es hier im Bild hören. Ja, genau, in der Ruhe liegt die Kraft. Vielen Dank, das ist ein guter, sehr, sehr guter, ja, dass man wirklich entscheidet, sagen so, jetzt sich demütig darüber klar wird, jetzt weiß ich gerade nicht, wie es geht. Trete ein oder zwei Schritte zurück und wunderbar mit diesem, vielen Dank, Herr Wieland, ja, dass man dann guckt, wie sie zurücktreten, aha, so ist die Struktur, in diesem Fall die verwachsene Stelle, diese Schwierigkeit, ich kann sie nur, und dadurch, das finde ich hier ein wunderbares Bild des Kochs, beziehungsweise des Kochs, dass man so genau erstmal in die verwachsenen Stelle, was ist denn hier das Thema, das vielleicht noch ein ganz neues ist, das vielleicht noch gar nicht bei einem früheren Ochsen aufgetreten ist. Und wenn man sich diese Zeit lässt, sozusagen aus seinem sehr dynamischen Prozess, ja, und es wird hier in diesem Schlachtprozess, was ich wiederhole nochmal, sehr dynamisches, energievolles vorgestellt, wo es richtig sozusagen abgeht, wie man so sagt. Und hier heißt plötzlich, nee, da geht gar nichts mehr ab. Da ist etwas ganz schwierig. Und da ist das Einzige, was der Koch dann macht, er wird besonders langsam. Er tritt praktisch, ich sage das jetzt mal ein bisschen salopp, aus dem Prozess aus, um ihm diesen Prozess selbst nochmal
von einer anderen Perspektive sich anzugucken oder das Thema oder das Problem von einer anderen Perspektive anzugucken und zu gucken, was ihm dann vielleicht das Gefüge des Ochsen oder die himmlische Ordnung des Skelettes sozusagen für nochmal neue Hinweise gibt. Und das, finde ich, ist etwas sehr Lebensnahes, das man nicht nur auf die Übungspraxis, sondern einfach auf ganz viele Lebenssituationen übertragen kann. So wurde das in China auch immer gelesen, dass wir natürlich immer mit unvorhergesehenem, schwierigen, manchmal endlos schwierig scheinendem oder unlösbarem immer wieder konfrontiert werden. Braucht man gerade in Corona-Zeiten, glaube ich, auch niemandem deutlich zu sagen, was da alles auf einen zukommen kann. Und wir wissen gar nicht, was noch auf uns zukommen kann. Aber wenn dieses Vertrauen in diese tiefe, lebendige Kraft, wenn das einfach mal gut gewachsen und gereift ist, dann kann man eben sehr viel sozusagen lösen, versöhnen, verstehen, begreifen, was man vorher nicht denken würde. Auch das ist sozusagen eine mehr so ganz allgemeine Bedeutungsschicht, die uns hier nochmal entgegenkommt. Ja, Philipp, nochmal? Ja, ich fand jetzt auch nochmal, also in dieser Besonnenheit, die Sie da gerade... Jetzt hören wir Sie nicht. Philipp, wir hören nichts. Das ist, so wie Sie das eben sagten, also das ist also kein Stillstand, sondern in dieser Besonnenheit, sich zurückzunehmen, Perspektive zu holen, aber trotzdem noch im Tun zu bleiben. Durch diese Verlangsamung kann ich vielleicht dann wirklich situativ eine Abzweigung finden, die ich vorher, wenn ich durchgeprescht wäre, dann wäre ich wahrscheinlich aus der Kurve geflogen. Also dieses etwas Tempo rausnehmen, aber nicht stehen bleiben und auch nicht hinterherlaufen. Also doch schon im Tun bleiben. Das kommt ja sehr gut rüber dann hier auch bei dieser Beschreibung. Ja, wobei ich eben auch dieses im Tun bleiben soweit noch mal ein bisschen anders ausdrücken würde, sozusagen eventuell auch, das ist, was ich hatte eben sagen wollen, akzeptieren, also jetzt im übertragenen Sinn, dass ich vielleicht im Moment nichts tun kann. Ja, jetzt der Koch, der bleibt im Tun, das stimmt, aber es gibt im Leben dann, oder vielleicht auch im Erlernen einer Kunst, ich sage es mal ganz allgemein, Momente, wo man manchmal gar nichts tun kann. Und ich hatte zum Beispiel auch Phasen in meiner eigenen Tai-Chi-Entwicklung, da hatte ich dermaßen große Widerstände teilweise, überhaupt zu üben, dass es gar nicht mehr ging. Und dann habe ich aber mir vorgenommen, okay, ich mache 4 Wochen Pause und nach den 4 Wochen stelle ich mich hin, egal ob ich Lust habe oder nicht. Und es ging dann in der Regel doppelt so gut. Also auch das ist ein sehr sensibles, vielschichtiges Thema, aber manchmal ist es gut, eben wirklich auch auszusteigen. Ich glaube, dass das, also so wie ich eben auch so diesen philosophischen Kontext kenne, hier dahinter steht. Jetzt war Uwe und Katja nochmal. Ja, also klar, erst einmal willkommen im Club. Das ist, mache ich ja auch schon etliche Jahre und kann das nachvollziehen. Nur bei mir hat es nie lange angehalten. Ich habe dann 3 Tage nichts gemacht und dann musste ich doch was machen. Irgendwie. Mhm. Und jetzt zum Thema Schritt zurückgehen. Ja, das ist ganz wichtig halt. Also ich sag mal, nehmen wir einfach mal eine Alltagssituation, die jeder kennt. Man hat jetzt mit jemandem Streit, ja, und dann, wenn man merkt, dass das eskaliert, sollte man erstmal, ich sag mal, es würde ja schon reichen, wenn man vor die Türe geht, dreht eine Runde und kommt wieder zurück und dadurch ist die Sache schon entspannter und man kann wieder drauf zugehen. Mhm. Und in der Kampfkunst ist halt wichtig, in dem Moment, wenn der Körper drauf geht, ist mein Gelenk blockiert. Ja, das, wir haben auch hier das Yin-Yang-Prinzip, also wenn Yang nach vorne geht, muss ich auch hier ein bisschen zurückgehen, dass das Gelenk geöffnet ist. Und wenn mein eigenes Gelenk blockiert, dann kann ich aber auch nicht schneiden. Das heißt, man muss immer ein Stück zurückgehen, um sein eigenes Gelenk auch zu öffnen. Mhm. Ja. Ja, das sind so viele Sachen, also es geht hier nur ums Fühlen eigentlich. Ja, und das ist, ja. Ja, man kann es schwierig beschreiben. Ja, hier nochmal im Chat ein sehr schöner Gedanke von Kara. Vielen Dank. Wir sind voll drin und haben jetzt, ich sage das so, das klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich übertreibe nicht, denn ich selber habe Jahre auch wirklich viel nur über diesen Text nachgedacht und immer wieder was Neues entdeckt.
Kurzum, wir haben jetzt sozusagen, wenn wir uns diesen Text als Eisberg vorstellen, so die äußerste Spitze gesehen. Und ich hoffe, glaube, dass es ein bisschen Neugier geweckt hat, nochmal tiefer einzusteigen. Und es ist natürlich auch so, dafür muss ich das jetzt auch relativieren, was ich gesagt habe, dass natürlich ein so ein Text sich dann nach der 20. Lektüre auch dann natürlich erschöpft. Sehr spannend wird es, und das ist, was ich auch in meinem Lesebuch eben versucht habe zu zeigen, wenn man dann die vielen, vielen Bezüge, die es dann natürlich zu anderen ähnlichen Texten und Themen gibt, wenn man die sozusagen mit dann besser kennenlernt. Das ist ja in jeder, sozusagen in jeder Literatur so, in jedem größeren Werk so, dass man, wenn man nur Ausschnitte liest, kann das ein sehr guter Einstieg sein, aber es ist auf Dauer natürlich viel spannender, wenn man dann einfach immer tiefer einsteigt. Also da kann ich dann einfach nur Mut zu machen. Ich möchte jetzt gerne so diesen ja, vortragenden Teil, der ja schon eigentlich viel Gespräch war, aber erstmal so hiermit auch beenden, um zumindest noch 10 Minuten ganz also ein bisschen auch losgelöste allgemeine Fragen so zum, dafür noch Zeit zu lassen. Und wie gesagt, falls es noch weitere Fragen gäbe, kann ich auch gern per E-Mail noch antworten oder vielleicht ergeben sich ja nochmal neue Möglichkeiten, auch das hier so ähnlich fortzusetzen. Ja, also von daher wäre es jetzt von meiner Seite her erstmal die Lektüre beendet und dann schauen wir, was noch kommt. Ja? Da habe ich nochmal ganz zum Anfang nur eine kurze Frage. Und zwar Füße, Gürtel, Herz, die Verbindung Bitte? Vom Körper. Von Körper, Geist. Ja. Von Körper, Geist. Ich habe da noch Seele als Fragezeichen stehen im Chinesischen. Das ist die Seele im Geist mit drin oder ist das die übergeordnete Harmonie? Ja, das sind wir uns, da befinden wir uns auf einem sehr, sehr, sehr schwierigen Terrain der okay, Übersetzungen. Okay, und okay. Ich trete zurück. Darf man noch was fragen? Ja, Philipp? Also, aber Sie sagten ja, wir können auch allgemeine Fragen stellen, so unabhängig. Ja, natürlich. Dafür wollte ich jetzt auch so ein bisschen Zeit noch lassen. Also ich habe das jetzt nicht ganz, mich würde mal interessieren, wie so Ihr Tai-Chi-Werdegang in der Form so ist, weil ich habe so das Gefühl, ich kenne Sie ja jetzt so nicht und habe das auch jetzt nicht genau Ihren Werdegang gegoogelt. Aber Sie haben so eine positive Ausstrahlung und man kauft Ihnen das so ab, dass Sie das richtig begeistert. Und von daher würde mich mal interessieren, wie Sie so im praktischen Tai Chi, was Sie machen, ob Sie unterrichten, wie Sie das leben. Das würde mich mal interessieren, weil das wirklich so rüberkommt, als es ist einfach stimmig. Es fließt. Also, ja, danke. Ja, ich bin, also einfach nur ein paar ganz kurze, knappe, ich will das nicht vertiefen, also ich bin in sozusagen in der Hauptsache sozusagen von dem Stil von Zheng Manqing her, sozusagen, was sozusagen ein Ableger von Yan Chengfu ist, wie Sie sicher wissen, eine vereinfachte Form, seit ungefähr 30 Jahren unterwegs und habe da bei meiner Lehrerin hier in Freiburg, die Taiwanesin ist, aber vor allem bei ihren Lehrern in Taiwan, die Lehrer von wiederum die Schüler von Zheng Manqing waren, eine Menge über Jahre einfach so mitgenommen und für mich immer wieder, auch in meinem eigenen kleinen Tai-Chi-Kreis, den ich in Trier seit 20 Jahren leite, dann einfach vertieft und immer wieder für mich geguckt, was für mich besonders spannend ist, wo sind eigentlich meine eigenen Entwicklungsimpulse in mir selbst und welche finde ich auch in der chinesischen Philosophie wieder, entweder bildlich oder metaphorisch ausgedrückt. Und habe eigentlich schon sehr lange irgendwie die Idee, das wäre schön, aber da bin ich eben auch immer eher viel mit Ideen unterwegs. Es kostet immer viel Zeit und Kraft dann letztlich, so eine Art philosophisches Lesebuch für Tai-Chi-Übende mal zu gestalten. Aber so die Lesebücher, die ich schon geschrieben habe, sollen auch für Tai-Chi-Übende immer wieder interessante Stellen schon haben.
ist allerdings jetzt mehr allgemein gehalten, weil ich glaube, dass diese Prinzipien der chinesischen Philosophie nicht nur jetzt für Übende, sondern eigentlich generell für ganz viele Kontexte ganz wichtig und hilfreich sind. Aber leben Sie diese Erkenntnisse, die Sie aus Ihren philosophischen Texten da rausgefunden haben, leben Sie die tatsächlich? Sind Sie an dem Punkt, sodass Sie sagen, ich nehme mich da zurück? Da würde ich sagen, mal so, mal so. Also es gibt immer die guten 5 Minuten, auch nicht jeden Tag, aber die gibt es, wo ich das Gefühl habe, ich bin wirklich da drin. Für mich ist zum Beispiel jetzt, also sage ich mal ganz konkret, einer der guten Entwicklungen der letzten 2-3 Jahre. Ich habe, ja doch über lange Jahre, es gibt ja, wie jeder von Ihnen weiß, der auch täglich kocht, und das tue ich leidenschaftlich, und Gemüse zubereitet und dies und jenes. Ich habe dann vor bestimmten Arbeiten in der Küche über viele Jahre einen sehr großen Widerstand gehabt. Nein, jetzt nicht noch gleich wieder spülen und dies und jenes. Und brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Das erlebt ja jeder in seinem Alltag. Und ich habe jetzt wirklich auch mit diesem Gefühl, also auch mit diesem Bild von Tanz, das hat mich wahnsinnig inspiriert. Wenn ich jetzt ja einen Berg Geschirr sehe, dann denke ich, jetzt ist das mein Tanz. Und das klappt immer besser. Und es macht mir dann richtig Freude. Ich habe das Gefühl, ich tanze, indem ich diesen Berg Geschirr gut spüle. Und das sind Dinge, die führe ich schon auch darauf zurück, dass ich mich darin übe. Aber das heißt nicht, dass das jeden Tag klappt. Und den Anspruch habe ich auch schon lange losgelassen. Weil ich glaube, wir sind Menschen und wir haben immer wieder auch unsere schlichten 5 Minuten. Und wenn wir die uns nicht eingestehen, dann geht es uns auf Dauer auch nicht gut. Also mehr so meine Erfahrung. Okay, danke. Ja, wie gesagt, auch allgemeine Fragen jeder Art. Es gibt sicher viele. Ja, Kara hat eben noch was Schönes auch geschrieben, durchs Leben tanzen. Genau, also das ist möglich. Das ist, finde ich, auch, da weiß ich jetzt so ganz genau von der realen Geschichte der Qigong und Tai Chi Praxis, weiß ich das nicht so ganz genau, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass sich ganz wesentliche Qigong Abläufe auch aus schamanischen Tänzen heraus entwickelt hätten. Müsste ich noch mal genau recherchieren, aber ich bin mir sicher, dass es da in der Antike auch sozusagen, wo man sagen, also dass es da auch Bezüge gibt. Jeder von Ihnen hat mal Winnetou vielleicht gesehen, ja, die Indianer auch mit ihren Tänzen, die glaube ich, so vielleicht in der und tatkräftig sind, aber ich habe es mal auch in real gesehen, Indianer-Tänze, war ungeheuer Eindruck von Energie, die da frei wird. Also da gibt es, glaube ich, noch viele Dinge, die immer noch interessant wären, um zu gucken. Jetzt hatte sich Philipp nochmal. Ja, Philipp. Ich wollte nochmal eben fragen, inwieweit schätzen Sie ein, dass als also wenn man Tai Chi praktiziert und das wirklich auch für sich selber erfahren und weiterkommen möchte, also nicht also damit wachsen möchte, inwieweit halten Sie diese Auseinandersetzung mit philosophischen Texten für unabdingbar oder dass Sie sagen, das ist jedem selber überlassen? Wie verknüpfen Sie das? Wie sehen Sie das Gewicht? Sagen Sie, das gehört definitiv dazu? Oder muss das nicht sein? Oder eröffnet das gewisse Sachen, wo man sie gesagt haben, Sie haben mal gesagt, Text, finden Sie sich da wieder aus Ihren Erfahrungen im Tun? Kann das quasi ein Top-Up sein? Oder sagen Sie, das gehört auf jeden Fall dazu, um das große Ganze zu verstehen? Das fände ich auch mal interessant, wie Sie das einschätzen. Die Frage, was das große Ganze ist. Aber vielen Dank für die Frage, die finde ich super gut und wichtig. Und ich würde erstmal auf diese Frage mit einem Zhuangzi-Zitat antworten, um dann noch gerne ein paar Sachen dazu sagen. Also Zhuangzi hat an einer Stelle wunderbar geschrieben, also sinngemäß, die alten Weisen der Vorzeit verstanden, dass nicht alle Wesen auf die gleiche Weise glücklich werden können. Deswegen ließen sie jedem ihren eigenen Weg. Das ist ein Zhuangzi-Zitat und das finde ich einfach wunderbar. Was ich damit sagen will, um auf die Frage zu antworten, ich glaube,
dass es Menschen gibt, die diesen philosophischen Kontext wirklich bereichert, der sie auch sozusagen in ihrer Praxis vertiefen kann. Aber dass es auch Menschen gibt, die vielleicht diese Bereicherung viel eher erfahren, wenn sie dann zum Beispiel in China oder Taiwan eine längere Zeit leben oder vielleicht noch andere Künste ausüben. Zheng Manqing, also mein großes Idol, hat selber, gut, er war nun selber Chinese, aber er hat neben seiner Tai-Chi-Praxis noch eine sehr hochentwickelte Kalligrafie gehabt. Er hat chinesische Medizin praktiziert und. Und er hat natürlich auch die Klassiker gelesen. Das heißt, ich wehre mich so ein bisschen dagegen, daraus jetzt so eine Art Vorschrift zu machen, möchte aber mit dem, was ich schreibe, einfach neugierig machen und sozusagen sagen, Leute, das ist ja gar nicht so schwierig. Man kann da wirklich was finden. Und das große Ganze, was Sie zuletzt gefragt hatten, da bin ich mittlerweile ziemlich nüchtern. Ich glaube, das werden wir sowieso nie verstehen. Und das muss auch gar nicht sein. Ja, es geht wie bei dem Koch, es geht immer um die nächste Biegung des Messers und nicht um das große Ganze. Jetzt, ja, Uwe. Ja gut, da habe ich eigentlich schon fast alles gesagt wieder mit. ich sehe es genauso. Und ich sag mal, um da hinzukommen, also ich sag mal, Philosophie, ich persönlich kam halt sehr, sehr spät dazu, bin ich ganz ehrlich. Ja, das halt, ich kam dadurch, dass ich einfach mal ein paar Texte gehört habe. Das mit dem Koch ist natürlich der Klassiker, ist ganz klar. Und so weiter, mit dem Hahn noch und so weiter. Und dann kommt man natürlich nach und nach, guckt man dann doch mal so ein Buch nach. Ja? Und dann irgendwann fängt man mal an zu lesen, liest es, versteht es nicht, ja? Legt es dann zur Seite. Und dann kommt nach einer Zeit, liest man es nochmal und immer mehr versteht man. Ja? Mhm. Und das, auch da, glaube ich, braucht man Zeit, um... Vielleicht mag jemand weniger Tai Chi wie ich dann und hat das gelesen und hat das verstanden. Aber das kommt immer auf denjenigen auch selber an. Ja. Genau. Ja, aber es ist nicht verkehrt, und das sage ich jedem, also so die Klassiker sollte man sich, wenn man Lust hat, ja, also nicht zwingen, sowas zu lesen, sondern man sollte wirklich Lust haben und auch wie im Tai Chi sich darauf einlassen. Man muss es nicht komplett erstmal durchlesen, wird man so nicht verstehen, auch nur immer nur kurze Abschnitte. Und das ist das, wo ich eben wirklich auch schade finde, dass viele Texte in Deutsch meistens noch so vorliegen, dass man sie wirklich kaum genießen kann. Ja. Und das ist wirklich ein Manko, was eben in Englisch oder Französisch mittlerweile schon mehr behoben ist. Also da gibt es auch für Leute, die keine Vorkenntnisse haben, sehr viel Lesbareres als bei uns. Und da denke ich, es ist, wenn etwas interessant oder verständlich geschrieben ist, dann kann man es auch, dann kann man sozusagen auch schnell da tiefer kommen. Jetzt ist gerne noch eine Frage oder zwei möglich. Nee, ich habe keine Frage. Ich wollte nur zum Uwe noch zusätzlich sagen, was ich gemacht habe. Mir wurde das Tao Te Ching am Flughafen in Brasilien von einem wildfremden Mann auf Portugiesisch überreicht. Und ich habe es dann bestimmt 10 Jahre bei mir im Schrank stehen gehabt, bis ich dann irgendwann mal gedacht habe, ja, es muss ja einen Grund gegeben haben, warum ich dieses Buch einfach geschenkt bekommen habe. Habe es mir dann als Übersetzung in Deutsch geholt. Und habe immer je nach Lust und Laune einfach eine Seite aufgeschlagen und mir den Text dann durchgelesen. Und immer wieder, wenn ich bin irgendwie immer wieder zu diesem Buch zurückgekommen. Ich weiß, ich kann nicht sagen, warum, aber es hat irgendwo immer wieder zu den Lebensphasen gepasst, in denen ich dann gesteckt habe. Und ich habe mir dann immer wieder so einen Text durchgelesen und nicht, dass es eine Anleitung gewesen wäre, aber in dem Moment hat man sich mit diesem Text einfach auseinandergesetzt und hat versucht, diesen Text vielleicht auch auf das eigene Leben irgendwo zu übertragen und vielleicht irgendwo einen Lösungsweg für einen zu finden mit diesen Texten auch. Ich glaube, das, was Sie eben gesagt haben, beleuchtet auch ein bisschen, ich sag mal so,
das Positive, aber auch das Schwierige dieser Art von Lektüre. Das Positive ist, also nach meiner Erfahrung, die nun auch schon ziemlich viele Jahrzehnte geht, man kann eigentlich immer sehr viel Nachdenkenswertes, Inspirierendes finden, wo man denkt, wow, so könnte man das ja auch sehen oder was bedeutet das oder irgendwelche völlig paradoxen oder in sich, wie bei Zhuangzi, oft völlig verqueren und verdrehten Geschichten und Bilder. Es ist aber auch die Gefahr, und deswegen fand ich die Frage eben von Philipp so toll und hilfreich, es ist natürlich auch die Gefahr, dass man sich dann in diesen Texten und Bildern total verliert, weil es ist ein Ozean, es ist ein unübersichtlicher, riesiger, riesiger Bereich von Themen und Fragen. Und dass man sich damit beschäftigt, heißt eben noch lange nicht unbedingt, dass man Wege findet, das für sich, für die eigene Praxis fruchtbar zu machen. Das ist aber nichts Spezielles, was mit chinesischer Philosophie zu tun hat. Das geht mit jeder Philosophie oder jeder Literatur so. Ja, man kann sich überall auch ganz schnell verlieren. Auch in der Bibel kann man sich total verlieren. Das ist nichts Spezifisches, sondern es ist einfach was, was es eben schwierig macht. Deswegen war meine Idee, sozusagen mit dem Konzept meiner Lesebücher erstmal sozusagen so einen roten Faden auszulegen, zu sagen, so, das ist jetzt mal ein Autor, das ist eine Weltsicht, die lohnt es sich mal kennenzulernen. Und ich habe auch in den Vorworten zu meinen Büchern davor gewarnt, das Buch auf einmal durchzulesen, weil ich glaube, dass es tatsächlich nicht viel bringt. Aber gut, das muss, auch das muss dann natürlich jeder selber für sich entscheiden können. Jetzt, war eben noch mal, glaube ich, Uwe und dann noch mal Philipp. War nicht, weil da noch eine Hand war. Okay, dann noch mal Philipp. Und ich hatte noch mal eine Frage, ich weiß nicht, wo ich das gelesen hatte, aber Ihre Intention war doch, glaube ich, auch, diesen philosophischen Ansatz in unsere heutige westliche Welt lebbar einzubeziehen. Also nicht eins zu eins zu übernehmen, sondern dass wir sagen können, was ja auch aktuell ist, dass wir in unserer stressigen westlichen Gesellschaft versuchen, solche Tendenzen in unser Leben klein mit reinzunehmen an den Stellen, wo es passt. So hatte ich War das so? Ist das Ihre Intention so gewesen? Hatte ich das irgendwo gelesen oder ist das falsch? Nee, das ist auf jeden Fall so. Und das ist in Ihrem Buch auch dann so drin, diese Ansätze? Ja. Okay. Wobei, dazu möchte ich auch noch was sagen, was ich auch oft sehr problematisch finde. Und das ist einfach auch ein Transformationsprozess, der sozusagen, wo ich auch oder viele einfach auch erst am Anfang stehen. Ich halte überhaupt nichts davon. Das gibt es immer wieder im sinologischen oder im indologischen Bereich, in allen möglichen Bereichen. Ich halte überhaupt nichts davon, sozusagen jetzt chinesische Mentalität oder Lebensart oder Spiritualität einfach kopieren zu wollen. Erstmal klappt das nicht wirklich und zweitens mal ist es auch gar nicht sinnvoll und drittens mal führt es auch nicht zum eigenen. Ja, also schon in diesem Bild mit den passenden Schuhen vergisst man die Füße, geht es um die eigenen Füße und die sind keine chinesischen in der Regel. Ja, also, sondern es geht darum, sozusagen mit diesen Gedanken und Bildern Ideen zu bekommen, wie man denn Ähnliches, Vergleichbares auch in unserer Kultur sozusagen einwurzeln kann oder vielleicht auch sogar nochmal neu entdecken kann. Und ich würde vielleicht, wäre das so ein ganz schöner Abschluss, Ihnen von Friedrich von Schiller zwei Gedanken vorlesen, die da, glaube ich, perfekt geeignet sind, um auch das ganze Thema auf den Punkt zu bringen. Diese Texte sind auch in meinem Lesebuch dann noch zur Geschichte vom Koch Ding angefügt. Ich lese Ihnen das einfach vor, weil das auch für mich so ein Versuch ist, eigentlich wirklich auch von diesem ganz chinesischen Stück weit mal nochmal wegzukommen, also auch zurückzutreten. Und immer so die Frage auch im Kopf, die mich immer bewegt, ja, wo haben wir das denn auch in unserer Kultur ähnliche Gedanken und habe da in den Briefen von Friedrich von Schiller
Folgendes entdeckt. Und zwar geht es da bei ihm in seinen Briefen zur ästhetischen Erziehung des Menschen um die Wechselbeziehung zwischen Kopf und Herz, Vernunft und Empfindungsvermögen. Das ist etwas, was er, nachdem er 3 Jahre Kant gelesen hat, was ihn sehr beschickt hat als Dichter, weil er überzeugt war, dass diese Art von Philosophie, wie sie bei Kant da ist, viel zu betont ist und das Gefühl völlig verloren geht. Und deswegen hat er diese Briefe geschrieben und in diesen Briefen können wir sehen, um uns, also Friedrich, um uns zu teilnehmenden, hilfreichen, tätigen Menschen zu machen, müssen sich Gefühl und Charakter miteinander vereinigen, sowie, um uns Erfahrung zu verschaffen, Offenheit des Sinnes mit Energie des Verstandes zusammentreffen muss. Und weiter, daraus, also wenn man, das ist jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang, er sagt, wenn jetzt unser Leben nur nach der Vernunft eingerichtet wird, wenn wir nur immer rational vorgehen, so schreibt Schiller weiter, daraus kann bloß Einförmigkeit, aber keine Harmonie entstehen. Und der Mensch bleibt noch ewig fortgeteilt. Die Unterordnung von Gefühl unter die Vernunft muss allerdings sein, aber wechselseitig. Wir sind nunmehr zu dem Begriff einer solchen Wechselwirkung zwischen beiden Trieben geführt worden, wo die Wirksamkeit des einen die Wirksamkeit des anderen zugleich begründet und begrenzt, wo jeder Einzelne für sich gerade dadurch zu seiner höchsten Verkündigung gelangt, dass der andere tätig ist. Das bedeutet, Gefühl und Vernunft müssen in Wechselwirkung immer wieder mal in der einen, mal in der anderen Gewichtung, und da haben wir genau das Yin-Yang-Prinzip. Ja, es ist alles hier wunderbar. Und Friedrich von Schiller hat von Tai Chi und von Daoismus überhaupt keine Ahnung gehabt. Aber es sind einfach Grundprinzipien auch sozusagen von menschlicher Persönlichkeitsentwicklung. Und ich bin sicher, wenn wir da auch noch weiter in unserer Tradition suchen, werden wir noch mehr. Ich kann Ihnen noch Heinrich von Kleist empfehlen, seinen Text zum Marionettentheater. Also da gibt es viele, viele kleine Wurzeln, wo wir auch in unserer Tradition andocken können. Und das finde ich sehr hilfreich, damit das sozusagen auch immer so von dieser Chinoiserie ein bisschen wegkommt. Und aber da gibt es noch einfach viel, denke ich, was man erfinden, entdecken und entwickeln muss, um es, wie Philipp eben so gut sondern zitiert hat, einfach mal so für unseren Lebensraum wirklich fruchtbar zu machen. Jo, damit wäre ich jetzt erstmal am Ende. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich und inspirierend. Ich freue mich auch über Rückmeldungen per E-Mail. Sie finden meine Webseite. Ich habe sie, glaube ich, auch auf dem Paper henrikjäger.de. Da finden Sie auch alle meine Daten, falls noch Fragen sind. Ihr Buch hat im Internet einen anderen Einband, Entschuldigung, als das, was Sie eben gezeigt haben. Woran liegt das denn? Einen anderen Einband? Ja, weil das ist, wenn man das jetzt hier sich anguckt, dann sieht das so aus. Ich meine, bei Ihnen sah das anders aus. Ist das das aktuelle von Ihnen? Nein, das war die 2. Auflage. Das, was ich gezeigt hatte, war die 3. Und jetzt gibt es eine 4. Auflage, die sieht nochmal anders aus, aber die finden Sie bei Amazon sofort. Okay. Das ist auch lieferbar. Die anderen älteren Auflagen sind alle nicht mehr lieferbar. Aber das ist das diese? Jawohl, das ist die neue. Das ist die neue? Okay. Die ist auch nochmal kräftig überarbeitet und erweitert. Die können Sie sofort auch erwerben. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Jäger. Ich denke, das waren jetzt 2 sehr inspirierende und auch vor allen Dingen in der Diskussion gute Stunden, die wir zusammen verbracht haben. Ich freue mich, dass da so viele Leute auch was zugesagt haben und dass das eine lebendige Diskussion geworden ist und nicht nur ein einseitiger Vortrag. Und ja, bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und ja, auch
die Inspiration und vor allen Dingen als Tai Chi Praktizierender hat man ja auch noch mal einen ganz anderen Zugang zu dem Thema und ja, das fand ich sehr schön. Vielen Dank. Ja, ich möchte mich auch bedanken. Ich finde es auch ganz wunderbar, denn auf die Weise komme ich auch immer wieder selber zu ganz neuen, verwachsenen Stellen, wenn ich solche sozusagen Diskussionen erlebe und merke, wir haben als Menschen auch aufgrund unserer jeweils eigenen Körperstruktur ja dieses Faszinierende, was man im guten Tai-Chi-Unterricht ja immer wieder erlebt. Jeder ist so ganz anders und ganz eigen und doch sind wir dann doch in einem Raum, ja, mit einem Resonanzraum miteinander tief verbunden. Das ist ein großes Glück, dass man sowas lernen darf. Vielen Dank und vielleicht mal ein weiteres Mal, wenn Sie mögen.